Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Ich habe hier einen Brief für euch, Jungs. Ein Brief für uns, sagst du? Was steht denn drin? Meine lieben Söhne. Das klingt wenigstens nicht so, als wäre es eine Rechnung. Ich habe eine große Überraschung für euch. Ich habe mich in einen wunderbaren Mann verliebt. Er heißt Horace und in 3 Tagen läuten die Hochzeitsglocken für mich. Ihr werdet ihn bestimmt so gern mögen wie ich, aber wichtiger ist, dass ihr ihn respektiert als das neue Familienoberhaupt. Ich umarme und küsse euch, eure euch liebende Mutter. Unterschrift Mardoten. Was soll das? Respekt, Familienoberhaupt, warum, wieso, weshalb, weswegen? Ich leg den Brief hier hin und herzlichen Glückwunsch, Jungs. Ja, 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 ja. Joe, du siehst aber gar nicht gut aus. Du wirst wohl auf keinen Fall zu spät zur Hochzeit kommen, was, Joe? Von wegen Hochzeit, da wird eine Beerdigung draus, dafür werde ich sorgen. Was meint ihr, ob man mit Myrtenkranz und noch mal ganz in Weiß geht? Bestimmt nicht. Eher was ganz Einfaches. Im kleinen Schwarzen wahrscheinlich. Ja. Was meint ihr, ob sie uns noch einen kleinen Bruder schenkt? Avril, halt die Klappe! Dass ich nicht lache, Familienoberhaupt. Dem Kerl werde ich den Marsch blasen. Nicht zu fassen, was es für hässliche Karnickel gibt. Das hat ja ganz schön gedauert. Oh nein, Lucky Luke! Wenn wir nicht zu spät kommen wollen zur Hochzeit, müssen wir uns beeilen. Ich verstehe kein Wort. Welche Hochzeit denn? Der Direktor erlaubt euch ausnahmsweise, eure Mutter zur Hochzeit zu beehren. Mit mir als Wachhund, versteht sich, Kumpels. Als erster wird Lucky Luke erledigt und dann kommt dieser Horace an die Reihe. Zuerst doch Horace und dann Lucky Luke. Ach, ist doch schnurzegal. Wichtig ist nur, dass ich beide umbringe. Oh, du wunderschönes Geschöpf, Königin meines Herzens. Ich kann's kaum mehr erwarten, bis ich diese Schönheit mit ihren rubinroten Lippen und blauen Augen mein eigen nennen darf. Sag mal, Horace! Wie kommst du dazu, meine braunen Augen blau zu nennen? Sie spiegeln das Blau des Himmels wieder, meine Prärie aus der. Gott, wie romantisch! Oh, Freude meines Lebens, wenn ich dein Gesicht sehe, will es mir scheinen, als ob ich einen Bach ein Liebeslied murmeln höre. Hallo, Ma, wir sind da! Avery, Jack, William, Joe, sie sind hier, alle 4! Mir war so, als hätten sie den Jungs 100 Jahre Zwangsarbeit aufgebrummt. Sie sind ausgebrochen, um mit der mütigen Hochzeit zu feiern. Och, sie waren schon immer so aufmerksame Kinder. Das könnte meine Pläne ernsthaft in Gefahr bringen. Jetzt ist es doppelt raffiniert, vorzugehen. Avril, mein kleines Baby. Hallo, Ma. Wie geht's dir, Ma? Ach so, ja, wie geht's denn, Ma? Nein, welche Herzensfreude, dass ihr tatsächlich zur Hochzeit... Das ging aber schnell. Ich will Sie nicht verhaften, Ma. Sie haben die Erlaubnis, 2 Tage zu bleiben. Aber nur, wenn Sie sich auch gut benehmen. Oh, Sie werden Ihnen keinen Kummer machen. Das müssen Sie den lieben Mütterchen versprechen, die lieben kleinen Engel. Versprochen, Ma. Meine lieben Jungs, wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Ma hat mir ja schon so viel von euch erzählt. Ihr dürft nicht Papi nennen. Ja, Papi, sehr schön. Ich schmeiß dich den Löwen zum Fraß vor, egal wie weit es bis zum nächsten Zoo ist. Hör auf für die Rumpelstilzchen, nun bist du zu alt. Sie sind auch ein Mitglied der Familie? Sozusagen. Ich bin Lucky Luke. Lucky Luke? Was für ein Pläsier. Ich bin Russell Everett Jackson, zukünftiger Ehemann von Ma Dalton. Ist er nicht süß? Komm zum Essen, los!
Ach, Ma, sag mal, wozu hast du die vielen Löcher im Garten gegraben? Das war ich nicht, das war Horace! Man muss dem Mutterboden hin und wieder Luft zuführen. Die Gartenarbeit ist mein Steckenpferd, William. Oh, der bin ich nicht, ich bin Averill. Komm von der Palme, Joe. Joe, du wirst dich gedulden müssen. Ich möchte ihn halt auch ein bisschen näher kennenlernen, bevor du ihn umbringst. Ja, so war es. Ich sah eure Mutter und es war, als hätte ein Blitz mein Herz getroffen. Alles an ihr bringt mein Blut in Wallung. Vom Klang ihrer Schritte am frühen Morgen bis zum Anblick ihres gelösten Haares auf dem Kissen. Umschmeichelt vom Licht des Mondes. Du Ma, gibt's noch einen Nachschlag? Ich könnte nämlich noch gut was vertragen. Klaro, verdünnen kann man die Suppe immer. Also, ich kenne ihn gut genug. Darf ich ihn wegputzen? Jacke, welch seltsamer Humor. Mein Name ist Joe! Keine Panik, Horace. Er ist ein miserabler Schütze. Averell, du scheinst über irgendetwas ein wenig erbost zu sein. Scheiß Kerl, ich bin Joe! Hier drin ist eine Party im Gange, wie mir scheint. Joe heißt Horace nur in der Familie willkommen. Ach, er erinnert mich immer mehr an meinen verblichenen Gemahl. Ein echter Temperamentsbolzen. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um ein Kätzchen bei dem Fellknäuel da. Und Hunde sind nun mal auf der Welt, um Kätzchen zu jagen. Von wegen Kätzchen, das ist ein hundefressender Tiger. Joe, dein Badewasser wird kalt. Oh nein, bitte nicht, Ma. Ich hab doch erst Silvester gebadet. Und da sagt der Volksmund noch, Eiratschwindelei sei ein Spaziergang. Und wo ist Lucky Luke? Der schläft, Joe. Ach, bist du sicher? Ich fragte ihn, schläfst du? Und da meinte Luke ja. Na wunderbar. Dann abmarsch in die Stadt zu Horace und bestell ihm Ma, würde ihn am Brunnen erwarten. Oh. Was starrst du mich so an? Ma, du wirkst so verändert. Die Stimme meine ich und das Gesicht. Und einen Schnurrbart hast du auch. Hallo, Averill. Hallo, Luke. Joe war wohl schlagfertig wie immer, wie? Es war nicht Joe, es war Ma. Die ist so anders. Das ist das erste Mal überhaupt, dass sie mich geschlagen hat. Und sie hat plötzlich einen Schnurrbart. Das liebe Mütterchen. Seht mal, sie hat unser Lieblingsspielzeug aufbewahrt. Joe, ich glaube, sie hängt sehr an Horace. Ich fürchte auch. Sie nimmt dir das sehr übel, wenn du ihn umbringst. Sie schöpft keinen Verdacht. Ich lasse es wie einen Unfall aussehen. Rantanplan, wo bist du gewesen? Ich werde es ihm sagen müssen. Da ist ein wilder Tiger vor der Tür. Fast hätte er mich gefressen. Es war ein fürchterlicher Tag. So schnell wie er fällt kein anderer Hund von einem Tiefschlaf in den anderen. Ich würde sagen, ich mache noch einen kleinen Mondscheinspaziergang. Du bleibst jetzt schön hier, Papi, und ich sag dir, dass du da bist. Was mag sie um die Zeit noch von mir wollen, die alte Schachtel? Vielleicht will sie mir endlich verraten, wie ich an den Familienschmuck komme. Oh, sie kommt. Was jetzt kommt, muss von Charme nur so triefen, Horaz. Oh, meine abgöttisch vielgeliebte, du. Kaum trittst du erführ, schon verblassen die Sterne am Himmel, göttliche. Sicher möchtest du wissen, weshalb ich dich herbestellt habe. Lass mich raten, mein Zuckerplätzchen. Du bist der Meinung, dass es nun Zeit ist, deinem zukünftigen Gemahlsgatten etwas bisher vor ihm Verborgenes zu zeigen. Genau. Meinen 6-Schuss-Revolver. Wo zum Teufel hab ich den bloß? Du weißt, du kannst mir all deine Geheimnisse anvertrauen. Oh, Honigschnäuzchen, komm in meine Arme. Nein! Er muss doch hier irgendwo sein. Schade, dass Jolly Jumper das nicht sieht, als hoffnungsloser Romantiker. So, spielen wir jetzt die Spreude? Du weißt ja nicht, wie mich das anmacht. Bleib da! Ich muss die verdammte Knarre finden! Schenk mir das Labsal deiner Lippen. Finger weg! Ich bin nicht die Frau, für die du mich hältst! Averell, beruhige dich! Ich bin nicht Averell, du Schwachkopf! Ich bin Joe! Jolly wäre begeistert.
Wer macht da mitten in der Nacht so einen Höllenlärm? Ich muss versuchen, diesen Giftzwerg auf meine Seite zu bringen. Will mich denn keiner hier rausholen? Tja, dann will ich mal in den sauren Apfel beißen. Frage, badest du mit Vorliebe so spät in der Nacht, Joe? Jedenfalls nicht zu spät, um dich voll Blei zu pumpen. Ich hab's mir überlegt, bade du nur schön weiter. Momentchen, alter Freund. Freund, stimmt. Alt könnte sich verkneifen. Was hast du da drunter, Joe? Hm, wo denn drunter? Wisst ihr, wovon er redet, Jungs? Siehst du, keiner von uns versteht, was du meinst. Lass los! Zum Beispiel davon. Ich mach ihn fertig, obwohl ich schwöre es! Wenn du Horace wirklich an den Kragen gehst, versohlt uns mal mit Sicherheit den Hintern. Und wo die hinhaut, Joe, wächst so bald kein Gras mehr. Hm. Ich sprach von Lucky Luke. Dann ist es in Ordnung. Das verstehe ich nicht. Was geht in Ordnung? Ihr macht mich völlig konfus. Oh, du bist krank, Joe. Wir holen dir ein Zäpfchen in der Apotheke. Ich glaube, der Countdown läuft, Jolly. Den wollen wir nicht verpassen. Auf keinen Fall bleibe ich mit der Bestie allein. Hab ich ein Glück, muss diese Promenadenmischung wieder mitroppen. Mein Hundeinstinkt sagt mir, dass dieser altersschwache Gaul mein Freund sein will. Es ist zwar ein Opfer, aber ich bleibe bei ihm. Hallo, Ma, wie ich eben hörte, wollen Sie... Da kommen die Daltons! Das war der alte Foster. Er scheint immer noch der Bankdirektor zu sein. Und wie er sich gefreut hat, uns wiederzusehen, nicht? Ach, da sind wir ja schon beim Schneider. Fast hätte ich's übersehen. Armo, ich habe Kundschaft für Sie. Scheint ein nettes Städtchen zu sein. Bloß schade, dass ein räudiger Köter die Idylle stört. Wir werden hier auf die Daltons warten. Ciao, Signore Cowboy. Stimmt's, dass heute oder morgen jemand heiratet in dieser Stadt? Yep. Stimmt, Mister. Luigi Paparazzi, Fotograf für Hochzeiten und Hinrichtungen. Freut mich. Lucky Luke, einsamer Cowboy. Und ich bin Jolly Jumper, Pferd. Lucky Luke? Der Lucky Luke, ja? Sie muss ich unbedingt auf die Platte bannen. Warten Sie, ich hole meine Kamera. Könnte ich eines von denen haben? Aber sicher doch. Nehmen Sie sich, was Sie wollen. Und jetzt bitte eine dramatische Pose, wie Sie gerade die Daltons verhaften. Ich glaube, das lässt sich machen. In diesen verwünschten Klamotten sehe ich einem Banker verwünscht ähnlich. Mir hätte was Quergestreiftes auch besser gefallen. Ich fühle mich in normalen Sachen einfach nicht mehr wohl. Stimmt, Sie sehen gar nicht mehr zum Fürchten aus. Hat der gesagt, meine Söhne sehen nicht zum Fürchten aus? Das ist Wissen der Paparazzi, wir sind Verbrecher in der 6. Generation. Alles Räuber und Dieb und solch Gesindel und sehr gefährlich. Wo wir doch die gefährlichste Bande im Wilden Westen sind. Natürlich, mein Herzchen. Aber Horst, was denkst du dir nur, einfach zuzuschlagen? Verzeih mir bitte, aber ich wollte verhindern, dass Lucky Luke deine Söhne wieder, ich korrigiere, unsere Söhne wieder ins Gefängnis bringt. Allein der Gedanke daran, dass unsere Familie auseinandergerissen wird, macht mich traurig. So habe ich ihm eins übergebraten. Oh, Horace, du bist zum Mitfühlen. Erschießt Lucky Luke oder schmeißt ihn in siedendes Öl. Reiß dich zusammen. An meiner Hochzeit wird niemand erschossen oder frittiert, Joe. Du sperrst ihn in die Scheune ein, während wir vor den Altar treten. Dann tut von mir aus, was ihr wollt. Was sagt man zu Papi? Danke, dass Sie gewartet haben. Und jetzt alle lächeln. Sagen Sie, haben wir uns nicht schon mal betroffen? Natürlich, Herr Lassen. Lafayette Jackson, zukünftiger Vater der Daltons. Ja, auch gut, wenn Sie es so wünschen.
Ich kann's nicht tun. Natürlich kannst du's, Joe. Du musst dir einen Ruck geben, Joe. Tu es für Ma, Joe. Nein, ich merk's, das wird nichts. Ich geb's auf! Joe, ich kümmere mich doch um eure Mutter, wenn ihr eure Banken beraubt und die Züge und die Postkutschen überfallt. Horace, du hast gewonnen. Du bist es wert, in unsere Familie aufgenommen zu werden. Und so erteile ich euch unseren Segen im Namen meiner Brüder. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, was ist? Seid ihr alle soweit? Oh, Ma, du Zierde aller Weiblichkeit, du Venus in Person, du wirst stets die Göttin meines Herzens bleiben. Göttin? Ja, das hört sich gut an. Jetzt aber los, wir wollen nicht, dass der Pfarrer Wurzeln schlägt. Stopp, Momentchen, geht ruhig schon voraus. Ich hab noch was Unerledigtes zu erledigen. Sag mal, Joe. Ich bin doch nicht Joe, ich bin Averill, Papi. Das weiß ich doch, mein lieber Averill. Sag mal, habt ihr eure Beute irgendwo versteckt? Beute versteckt? Nein. Sieh mal einer an, Luke. Wie ein Paket verschnürt, aber die Post will nicht abgehen. Darauf habe ich lange gewartet. Tja, sowas. Die probieren eine Zirkusnummer, wie es scheint. Hier, was ich von meinem Papi bekommen hab. Ah, wenn ich so an die Beule auf meinem Kopf denke, würde ich sagen, der Kerl passt fabelhaft in eure Familie. Genau. Er ist jetzt drin und du bist raus. Trotzdem würde er vielleicht einen guten Ehemann abgeben, wenn er nicht bereits verheiratet wäre. Was heißt denn hier bereits verheiratet? Ein Zirkus, na klar. Und der Tiger gehört zur Raubtiernummer. Er ist verheiratet. Ich hab den Beweis. Zeig ihn mir oder ich mach dich kalt! Erst runterlassen, dann wirst du ihn auch sehen. Wenn du mich abgeschnitten hast und ich geblufft habe, hast du dich eben geschnitten. Hör auf! Das krieg ich nicht auf die Reihe, Luke! Unsinn, Joe. Wo kein Verstand ist, ist auch nichts durcheinander zu bringen. Meinst du nicht auch, es wäre Zeit, mich abzuschneiden? Nicht getroffen! Nicht ein einziges Mal! Ich habe die halbe Stadt zu meiner Hochzeit eingeladen. Wieso ist denn kein Schwein gekommen? Wart's ab, Ma. Jack kümmert sich gerade darum. Ihr werdet doch ein bisschen was vergraben haben. Ach, es geht wieder um den Schatz, Papi. Tut mir leid. Ich habe ein paar Gäste aufgetrieben, Ma. Na also, jetzt kann ich bloß hoffen, dass Joe bald hier aufkreuzt. Er ist also tatsächlich verheiratet. Na, mit dem wird Ma schön Schlitten fahren. Er ist verdammt gerissen. Er wird versuchen, es so zu drehen, als ob wir alles erfunden haben. Ich wäre ja dafür, dass er sich selbst entlarvt. Hast du vielleicht eine Idee, wie? Hab ich. Sind die langweilig? Sowas muss doch fetzen wie mein dreifacher Rittmeister mit Salto Mortale. Das liegt am Halsband. Länger warten können wir nicht, mein Täubchen. Na warte, wenn der Bengel kommt, versohle ich ihm den Hintern, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Und Sie fangen an mit Ihrem Zermon. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier, um zu bezeugen, dass Horace Lafayette Jackson und Ma Dalton in den heiligen Stand der Ehe treten. Jawohl, so ist es. Falls jemand etwas vorbringen möchte, was gegen die Verbindung spricht, möge er das sagen oder für immer schweigen. Dann also wäre... Ich weiß etwas, das sehr dagegen spricht. Joe, sei still, wenn du nicht willst, dass die Rose abbricht. Diese dreckige Ratte ist bereits verheiratet. Ich bin alleinstehend und bin keine Ratte. Hier, Leute, das ist der Beweis dafür. Ein Foto von seiner letzten Hochzeit. Das ist ein abgekartetes Spiel, Ma. Deine Söhne waren von Anfang an gegen mich. Den Rest? Erzählt euch seine Frau besser persönlich. Stehen bleiben, oder mein Liebling hat den letzten Schnaufer gemacht. Sie sind wirklich ein begnadeter Schwindler, Horace. Du Schleimer, du machst mich vor der Stadt zum Gespött!
Ich würde gern noch mal von vorn anfangen. Stellt euch nebeneinander und lächelt. Hilfe! Und das mit Billiggläsern. Das war nun sehr elegant. Hat mir ausgezeichnet gefallen. Die vom Zirkus müssen wahnsinnig sein, ihn frei rumlaufen zu lassen. Das ist aber ein hübsches Kleid. So hübsch, dass er es gleich als Sterbehemd benutzen kann. Auf Wiedersehen, Luke. Ich hab die Pistole. Lalalalala. Fantastico, so bleiben. So, die Feier ist vorbei. Auf ins Gefängnis mit euch. Augenblick noch, Luke. Die Zeit für einen kleinen Imbiss ist doch wohl noch drin. Nur, dass ich das richtig verstanden habe. Du warst schon ein paar Mal verheiratet? 14 Mal insgesamt. Und immer hast du die Frauen ausgeplündert und bist dann abgehauen, ja? Du hast's erfasst, Averill. Jetzt, wo wir zusammen im Gefängnis sind, könntest du's mir doch sagen. Wo ihr die Beute versteckt habt, meine ich. Welche Beute? Wovon redest du denn? Spiel nicht die Unschuld vom Lande. Ihr wart die berüchtigsten Räuber des Wilden Westens. Irgendwo muss das Geld geblieben sein, das ihr geklaut habt. Weißt du, wir hatten nie Gelegenheit, was von der Beute zu verstecken, weil Lucky Luke uns schon vorher verhaftet hatte. Herr Direktor, der Neuzugang ist völlig durchgeknallt. Der haut sich in einem Fort mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf. I'm a poor lonesome cowboy. Anspruchsvolle Aufgabe, unser neues Sprudelwasser, das uns ein finanziell erfolgreiches Jahr bescheren möge, mit Entschlossenheit und Eifer an den Mann zu bringen. Wünsche vollen Erfolg. Jetzt wird der stellvertretende Direktor noch ein paar aufmunternde Worte mit auf den Weg geben. Sie wissen, dass das unser letzter Versuch ist. Wenn das wieder nicht hinhaut, können wir die Bude dicht machen. Nur keine Angst, überlassen Sie das mir. Wir wollen die Strategie nochmal durchgehen. Sie stürmen die Stadt und überreichen den Leuten auf der Straße ihre Probe. Aber immer nur eine von unserem Kaktuswasser. Weihnachtlich verpackt. Und dazu sagen sie... Mit Kaktuswasser wird verdaut, was sich im Bauch zusammenbraut. Spül damit froh und munter den Gänsebraten runter. Meine Herren, trinken wir auf den erfolgreichen Verkauf unseres Kaktuswassers. Von Santa Fe bis El Paso. Ich frage mich, ob das Getränk nicht gewinnen würde mit halb so viel Kohlensäure. Avril, hampel gefälligst nicht so hin und her. Tut mir leid, Joe, ich fürchte, ich muss niesen. Oh, bist du verrückt geworden? Untersteh dich, Avril! Ihr seid an dem Durcheinander selber schuld. Glaubt nicht, dass ich jetzt euer Spielzeug aufhebe. Hör auf, du redest ja schon wie unsere Mutter. Warum gebt ihr uns keine Leiter, hm? Um euch die Flucht zu erleichtern. Ich bin doch nicht bescheuert. Hey, Bob. Probier mal die Weihnachtspralinen. Ein wahrer Gaumenkitzel. Mit einem Hauch von Rum? Du sagst es, mein Lieber, das ist der Kick. Gibt's davon noch ein paar mehr? Aha. Na los, macht weiter. Was soll das werden, Joe? No. Jetzt steht nicht rum und glotzt, helft mir! Ich sag dir was, Bob, das sind echte Männerpralinen.
Der Fusel drin haut einen fast um. So, das hätten wir. Wenn der Weihnachtsbaum nicht zu den Dortens kommen will, kommen die Dortens eben zum Weihnachtsbaum. Ja, genau. Joe, du bist ein Genie. Avril, die Girlande, bitte. Oh. Was macht der da? Avril, lass das! Wir fliegen hier in Homburg! Na, von der Flucht wird man noch lange reden, hä? Meine Art, euch frohe Weihnachten zu wünschen. Wollt ihr euch nicht dafür bedanken? Halt die Klappe, Avril! Da will ich mich mal wieder in meine Pflichten stürzen. Wo stecken denn die Daltons? Sind die schon wieder ausgebrochen? Nicht bloß das, die haben auch unseren Christbaumschmuck mitgehen lassen. Da werden wir wohl den guten Lucky Luke kommen lassen müssen. Nee, den können wir unmöglich stören. Wir werden doch einem einsamen Cowboy nicht das Weihnachtsfest versauen. Schatz, ich kann's kaum erwarten, zu den Armen zu kommen. Lasst sehen, Jolly Jumper. Wir machen uns ein richtig gemütliches Cowboy-Weihnachten. Ich rieche jetzt schon den Duft von frisch gebrühtem Kaffee. Ah, da sind Sie ja, Lucky Luke. Sie kommen doch heute Abend zu unserer kleinen Weihnachtsfeier. Wissen Sie, Herr Bürgermeister, ich wollte... Nein, bitte nicht. Sie werden uns nicht schon wieder eine Aburteilen. Kommt nicht in Frage. Ich bestehe auf Ihre Anwesenheit. Es ist nur so, mein Pferd und ich wollten... Ach, was, Papalapap. Letztes Jahr, glaube ich, waren Sie hinter Billy the Kid her und vor 2 Jahren war es Jesse James. Dieses Jahr wird keine Ausrede akzeptiert. Außerdem hat Margaret extra für Sie einen leckeren Kuchen gebacken. Wie die Mutter, so die Tochter, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also dann, abgemacht. 9 Uhr. Und versuchen Sie pünktlich zu sein. Ja. Dann bis heute Abend, Mr. Luke. Und Krawatsch, schon war die Falle über dem einsamen Cowboy zugeschnappt. Keiner kann den Schneeball schneller werfen als ich zwischen Oklahoma und Rio Grande. Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, Sie sind Schnee von gestern, Luke. Zu meiner Zeit hätte man Rüppeln wie dem eine Abreibung im Schnee verpasst. Vielleicht habe ich ja Glück und die Daltons brechen heute Nacht aus. Nachdem die ersten Leute ein paar Schlückchen von dem Kaktuswasser getrunken hatten, gab es einen Aufstand. Und sie federten und teerten Francis und Bartholomew. Und Wesley hat mir erzählt, dass Gomino, der Apachenhäuptling, schon nach dem ersten Schluck von dem Fusel losgezogen ist und das Kriegsbeil ausgegraben hat. Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Das nennt man Glück. Euch armen Schweinen muss ja das Gehirn schon eingefroren sein. Seid froh, dass ihr auf uns gestoßen seid. Danke, ganz unsererseits. Das sind die Daltons! Avril, habe ich nicht gesagt, du sollst die Pakete wegschmeißen? Du kannst von mir nicht verlangen, dass ich die armen Kinder um ihre Freude bringen soll. Was hast du vor, Joe? Wir gehen unauffällig rüber zur Bank und rauben sie aus. Was hast du mit unauffällig gemeint? Siehst du nicht, wie uns alle anstarren? Und warum? Weil sie uns für Weihnachtsmänner halten. Wir müssen nur lächeln und winken. Los, ihr Pfeifen, macht ein freundliches Gesicht. Sieh doch nur, Steve, eine Weihnachtsmannparade. Hallöchen. Na, mein Kleiner, was möchtest du dem Weihnachtsmann sagen, hä? Oh, dass er ein Trottel ist. Dasselbe gilt für dich und für deine Mama. Was hast du eben gesagt? Los, mach ein fröhliches Gesicht. Und freundlich lächeln. Ja, wem bitte ich überhaupt nicht? Was soll er jetzt vom Weihnachtsmann denken? Dass er mit seinem Mundgeruch einen Zug zum Entgleisen bringen kann. Jetzt, wo es der Junge sagt, merke ich auch, dass du zum Himmel stinkst. Noch ein Schneeball, Steve, und ich sage es Mami. Aber vorher legt ihn der Weihnachtsmann übers Knie. Machen wir, dass wir wegkommen. Wieso? Hast du die Bank vergessen? Frohe
Weihnachten! Ja, frohe Weihnachten! Sind Sie auch immer brav gewesen, Mister? Oh, ich schwör's, ich trinke keinen Tropfen mehr von der Kaktuslimonade. Ich sehe alles nicht bloß doppelt, sondern vierfach. Fröhliche Weihnachten! Der Weihnachtsmann hat schon was von dem Kurzwarenladen bekommen. Na und? An Weihnachten kann man immer wieder geben, bis es einem wehtut. Avril, tu das in deinen Korb. Was macht denn Avril, der Idiot, da noch? Ich komme, Joe, ich komme. Ich hatte doch nur... Oh, Lucky Luke! Lucky Luke? Kurve kratzen, los! Oh, oh. Oh, oh. Joe, ich glaube, er hat mich entdeckt. Was mache ich denn nun? Na, blöffen, du Idiot, was denn sonst? Oh, 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 oh. Fröhliche Weihnachten, liebe Kinder! Jetzt fang an, die Pakete zu verteilen! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Oh, danke, Weihnachtsmann! Fröhliche Weihnachten! Ach ja, wie nett von Ihnen. Ich habe auch was für Sie. 30% Rabatt auf jeden Sarg Ihrer Wahl. Wir sehen uns ja heute Abend um 9 Uhr. Margaret wird neben sich stehen. Besser, sie steht neben sich als neben mir. Joe, ich bin doch noch nicht fertig mit Geschenke verteilen. Oh Mann, du bist als Weihnachtsmann noch dämlicher als sonst. Oh, Joe. Jetzt werden wir gleich wissen, ob die Verteilung wie geplant vonstatten gegangen ist. Oder ob die Pakete wieder in die Schlucht geschmissen wurden wie letztes Jahr. Man kann der Arbeiterklasse einfach nicht vertrauen. Traurig, aber wahr. Hilfe! Hilfe! Vier Weihnachtsmänner haben soeben die Bank überfallen! Oh, nicht mal der heilige Abend ist ihnen heilig. Da sind zwei von ihnen. Verhaftet sie! Aha, falsche Weihnachtsmänner! Hängt sie auf an ihren falschen Bergen! Ihr macht einen schwerwiegenden Fehler, Leute. Jawohl, geht man denn so mit besseren, reichen Leuten um? Nehmt ihr den Weihnachtsbaum! Jawohl! Aufhängen! Unser Weihnachtsangebot mit Eichenfurnier, ausgeschlagen mit bunt gestreifter Seide. Hängt sie auf an den Baum! An den Baum! Hängt sie auf an den Baum! Der Baum ist doch schon geschmückt genug. Guter Mann, ich bitte Sie. Die Geschmäcker der Gestecker sind verschieden. Darf man fragen, was hier vor sich geht? Diese Männer haben die Bank überfallen. Ihre zwei Komplizen konnten fliehen. Die werden nicht lange auf freiem Fuß sein. Sie sprachen eben von vier? Wir haben gerade vier Pferde geklaut. Aha. Danke, Weihnachtsmann. Oh, die Daltons haben uns die Weihnachtsmannanzüge geklaut. Ach ja. Nur nichts überstürzen, Luke. Wie ich sehe, braut sich ein Schneesturm zusammen. Da werden auch die Daltons nicht weit kommen. Die können sie auch nach der Party verfolgen. Ich muss tun, was getan werden muss. Lausche, Bengelverwünschter! Warte, bis ich dich in die Finger kriege! Stehen bleiben! Deine Tage als wandelnde Schneeballschläger! Was ist denn in dich gefahren? Jetzt komm schon, Jolly Jumper! Nur ein Masochist würde sich bei einem solchen Sauwetter in den Sattel schwingen! Apropos Sattel, wenn du brav bist, gibt's einen brandneuen. Wie tief muss man sinken, um das eigene Pferd zu bestechen? Den Sattel hatte er sowieso schon gekauft. Willst du etwa daran schuld sein, wenn die Daltons uns durch die Lappen gehen? Für wie blöd hält er mich? Es geht überhaupt nicht um die Daltons, es geht um Margaret. Ich glaube, ich spinne. So ein Vollidiot! Und wieder eine Flasche! Du hast gesagt, versteck das Geld, also hab ich's versteckt.
Ich habe aber nicht gesagt, dass du es in die Geschenkkartons reintun sollst. Wenn ich schon was versteck, versteck ich's gut. Irgendwann bringe ich den Kerl um. Irgendjemand muss den Karton mit dem Geld bekommen haben. Wenigstens der hat frohe Weihnachten, wenn wir schon... Ich weiß genau, das Geld war ein Geschenk vom Himmel für mich. Und dann kommt der Idiot und verschenkt es mir nichts, dir nichts. Es geht zurück nach Nothing Gulch. Und das hat meine kleine Margaret ganz von selber komponiert. Und das Schwere war, es gibt so wenig, was sich auf Luke reimt. Wie wär's mit dummer Spuk? Das reimt sich. Aua! Ich will doch nur zeigen, dass ich mitdenke. Dann wollen wir jetzt zum Essen Platz nehmen. Hier haben Sie es doch viel angenehmer, als wenn Sie die Daltons durch den Schnee verfolgen müssten. Da würde mein Pferd mit Ihnen übereinstimmen. Besonders, weil diese furchtbaren Kreaturen bereits meilenweit weg sein werden. Die beiden da, Joe, die haben es. Ich stoße auf deine Gesundheit an, mein kleines Täubchen. Nun, auf jeden Fall sind die es schon mal nicht. Guck mal, Joe, der hat von mir auch ein Paket gekriegt. Kommt nur, ihr Lieben. Kommt ins Warme. In dem Paket war die Knete auch nicht. Wenn da mal nicht Rattengift drin ist in dem grünen Zeug, Jungs. Warum verlasst ihr uns schon? Hab ich was Falsches gesagt? Na, macht nichts, Oskar. Lass sie laufen. Feiern wir eben allein. So wie immer. Wie ich sehe, schmeckt's. Kohl mit Schweineschmalz. Den macht mir keine besser als meine liebe Rebecca. Das glaube ich gern. Es war ganz einfach köstlich. Dann nehmen Sie doch noch mal, wenn es Ihnen so gut schmeckt. Oh nein, vielen Dank, sonst passe ich morgen nicht mehr in meine Jeans. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne meinem Jolly Jumper eine schöne große Portion bringen. Soll ihm das ruhig auch quer im Magen liegen. Das ist der Mann. Ich erkenne ihn wieder. Oh. Oh, so sieht man sich also wieder, du kleines Rübenschwein. Los, Schneeball bitte. Frohe Weihnachten! Das ist der mickrige Weihnachtsmann mit dem stinkenden Atem. Ich stampf den Lümmel in den Weihnachtspudding rein. Ganz ruhig bleiben, Joe. Wir schnappen uns das Geld und dann nichts wie weg hier. Ich frag mich, was hier drin sein mag. Von mir für dich und frohe Weihnachten. Oh, danke, Rebecca. Das wird dir bestimmt gut stehen und frohe Weihnachten. Oh, und ich bekomme endlich mal keine Unterwäsche. Und fröhliche Weihnachten, Kinder. Wo ist es? Wo kann es sein? Vielleicht können wir Ihnen ja helfen. Wir möchten endlich unser Geschenk. Hm. Du weißt doch, Joe, ja? Ich wollte einen Indianerflitzebogen mit Pfeilen und dabei deinen einmäuligen Schlafanzug und... Halt die Klappe, Everett! Wo ist das Geschenk, das man Ihnen heute in der Stadt überreicht hatte? Aber das habe ich doch gar nicht mehr. Das habe ich an Jed Smith, unseren Nachbarn, weitergegeben. Dem Wachmann im Gefängnis. Im Gefängnis, sagen Sie? Mensch, wenn wir uns beeilen, kommen wir noch zum Absingen der Weihnachtslieder zurecht. Ist ja schon gut. Ich bring dir ein Stück vom Kuchen mit. Was ist hier los? Die Daltons! Wo sind sie? Vor 10 Minuten verschwunden. Und warum stehen sie mit erhobenen Händen rum? Sie sagten, wehe, ihr bewegt euch. Wissen Sie, wo sie hin wollten? Vermutlich ins Gefängnis.
Es ging ihnen um ein Paket, aber das gab ich meinem Nachbarn, Jedediah Smith, dem Wachmann im Gefängnis. Nun, wie wär's, wenn wir jetzt die Ärmchen runternehmen und ein Stück von Margarets Kuchen probieren? Der Weihnachtsmann aufgegessen! Wollt sicher Weihnachten unter Freunden verbringen! Furchtbar komisch, wir wollen sofort Smith sprechen! Ich hab die Daltons ja schon oft ausbrechen sehen, aber noch nie bei dem Versuch erwischt, hier einzubrechen! Wo ist das Geschenk des Bürgermeisters? Das habe ich nicht mehr, ich hab's weitergeschenkt an Lucky Luke. Ich hab mich damit bei ihm bedanken wollen, dass er euch so oft zurückgebracht hat. Alles in Ordnung, Joe? Na komm, sag was, Joe! Zurück nach Nothing Gulch! Joe, hörst du das auch? Das klingt wie Glöckchen! Wie Schlittenglöckchen! Solche hat der Weihnachtsmann am Schlitten. Wenn wir die hören, kann der Weihnachtsmann nicht mal sein! Ist der nicht süß, unser Kleiner? Ja, lass mal, das ist aber wahr! An dem Glöckchengeklingel erkennt man seinen Schlitten. Hör schon auf, Everett. Ihr wollt mir immer nicht glauben, weil ihr meint, ich spinne. Oh, und was ist das? Hä? Und vergiss bitte meinen molligen Schlafanzug nicht und den Flitzebogen. Kann diese erbärmliche, hundertmal verwünschte Weihnachtszeit nicht schneller vorbeigehen? Ich friere mir hier noch den Hintern ab. Los, komm raus, Luke. Ja, ich wünsche dir ebenfalls frohe Weihnachten, Joe. Na, wo ist das Paket, Luke? Komm rüber damit, aber schnell! Das hab ich nicht mehr. Ich hab's einem blinden Bettler geschenkt. Oh, und es gibt eben doch einen Weihnachtsmann. Mein Revolver ist festgefroren. Meiner auch, am Halfter. Und mir sind die Finger erfroren, Joe. Guck mal, ich kann sie nicht mehr gerade machen, siehst du? Du hast tatsächlich den besten Wurfarm von Oklahoma bis zum Rio Grande. Augen machen, wenn ich denen erzähle, dass ich den Weihnachtsmann getroffen habe. Ich fürchte, die Operation Weihnachtsmann war ein grandioser Fehlschlag und ist wieder mal total in die Hose gegangen, Männer. Nirgendwo im Land hörte man je wieder etwas von Kaktuswasser, aber es hatte nicht umsonst gesprudelt. Nur wenige Jahre später wurde ein brandneues, mit Kohlensäure versetztes Cola-Getränk auf den Markt gebracht. Mit Hilfe einer erfolgreichen Werbekampagne, in deren Mittelpunkt der allseits beliebte Weihnachtsmann stand. Fortan war die Welt nicht mehr dieselbe. I'm a bold, lonesome cowboy. Wir sind unter die Iren geraten. Nichts wie Himmel und O's. Da bekommt man gleich Lust auf einen O-Drink.
Zimmer, eine Limonade bitte. Pur. Ich kann's verstehen, dass Sie lachen müssen. Es gibt nichts Lächerlicheres als einen Mann im Rock, außer drei Männern in Röcken natürlich. Sie lachen über mich, Cowboy, wie? Aber nein, wie käme ich dazu? Eine Schlägerei ist immer die beste Grundlage für eine Freundschaft. Von jetzt an sind wir beide Busenfreunde. Okay, können Sie mich ein bisschen weniger fest an den Busen drücken? Ich bräuchte ein Zimmer für eine Nacht. Was denn in der Kaschemme hier? Nee, kommt nicht in Frage. Nein, 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 Sie schlafen im Schloss. Im Schloss? Hallo und herzlich willkommen in McCloud Manor. Ich bin Pumpernick McCloud selbst, meines Zeichens Laird hier. Ich bin Lucky Luke. Was ist ein Laird, bitte? Ah, so sprechen wir Schotten das Wort Lord aus, junger Freund. Wir wollen doch nicht wie diese Schweinebacken von Engländern klingen. Nettes Schlösschen haben Sie. Komisch, dass ich nie davon gehört habe. Sicher, weil es erst seit einem Monat an diesem Fleck hier steht. Gleich nach meiner Ankunft hier im Wilden Westen dachte ich mir, dieses Fleckchen Erde erinnert mich an mein wunderschönes Scotland. Nur nicht ganz so grün, ne? Ach, mit Farbe hat das nichts zu tun, mein Busenfreund. Es liegt sehr viel eher in der Luft. Es riecht hier nämlich wie in Scotland. Ich beschloss, mich hier niederzulassen. Und weil ich der Laird bin, mein Freund, bin ich gleich mit dem ganzen McCloud-Clan gekommen. Aber nicht nur den Clan habe ich mitgebracht. Gleich das ganze Schloss, Stein für Stein. Ah, herrlich. Das wird schmecken. Was? Her damit, her damit. Komm her. Auf Essen! Auf Blutwurst macht müde Männer munter! Meine Cousine Melbrook, sie bekocht uns, verstehen Sie? Ihre Schafsinnereien sind ein Gedicht. Sie finden nichts Besseres in der ganzen Nachbarschaft. Apropos Nachbarschaft, Ihre Männer haben im Saloon eine Schlägerei angezettelt. Ah, wir McClouds haben nichts gegen unsere irischen Nachbarn einzuwenden. Wir haben nur ein bisschen mehr Pfiff unterm Kilt. Aber wenn jemand Fungus meinen obersten Highlander beleidigt, gibt's eins auf die Nase. Ist das klar? Wenn einer im Saloon über meinen Kilt lacht, muss ich doch meine Ehre verteidigen, oder? Ich hab bitteschön nicht gelacht. Das sagen alle, wenn's eng wird für Sie. Da verlasse ich mich auf Omigosh, das ist der mit dem schwarzen Bauler. Er sagt's mir immer, wenn mich jemand auslacht. Jetzt aber runter mit dem Blutwurstklößchen. Ich hab noch den leckeren Wackelpudding extra für Sie gemacht. Entschuldigen Sie einen Moment. Angenehmes Flohbeißen, lieber Freund. Gute Nacht, Laird. Und kriegen Sie keinen Schreck, wenn Sie mitten in der Nacht lautes Gerassel von Ketten hören. Das ist Laird Pumpus, der Schreckliche, unser Familiengespenst. Da er im Schloss haust, musste ich ihn mitnehmen. Der könnte mir gefährlich werden. Das Schottische würde ich ihm schon beibringen. Macht schon, beeilt euch! Sie haben uns gezwungen, die Röcke anzuziehen, Boss, also lachen Sie nicht. Ist ja gut. Also, ich hoffe, ihr Volltrottel wisst noch, wie die Sache ablaufen soll. Ja, ja klar, Boss. Dann vorwärts. Und denkt dran, wenn ihr's vermasselt, kriegt ihr eure Hosen nicht wieder zurück. Ich hab schon ganz kalte Kniekehlen. An die Waffen! Ja, alle ja, auf Waffen! Sichert die Tore! Kammerbratenbomben, fertig zum Einsatz! Wenn wir den Tee auf die Indianer kippen sollen, muss er aber ein bisschen stärker sein. Zum Schuss, fertig! Legt an und Feuer! Dem Stamm, der sie überfallen hat, gab es nie Ärger. Weshalb haben die angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns mit dem Indianer-Clan immer gut verstanden. Bis heute Morgen. Das sehe ich mir mal genauer an. Hoffentlich räumen sie die Schweinerei weg.
sag mal, Häuptling Schwarze Wolke, was ist hier eigentlich passiert? Bleichgesichter machen viel kaputt in der Nacht. Jetzt muss Stamm wieder alles aufbauen. Da sie. Du lachst vielleicht über uns, Lucky Luke? Hm? Aber niemals. Meine Krieger schämen sich nämlich mächtig. Letzte Nacht meine Krieger schlafen, kommen frierende Männer in Röcken und machen Dorf kaputt. Rachefeldzug war große Blamage. Männer in Röcken? Ja, vier. Angezogen wie Squaws, aber tollwütige Kojoten. Keiner weiß, warum und wieso. Oh, oh. Das ist nicht von McClouds Leuten, die haben im Schloss gefeiert. Meine Krieger üben Überfall, dann greifen großen Steinwigwam wieder an. Krieger in Weiberklamotten werden büßen, dass sie angegriffen haben. Und Kriegsfarbe verschüttet auch noch. Die Spuren führen nach O-City. Ich finde die, die euch überfallen haben, Schwarze Wolke. Wenn ich überlege, was das alles kosten wird, wir holen Schwarzarbeiter von anderes Stamm. Aufstehen, Leute! Haben Sie irgendwo unsere Hosen gesehen? Nein, und jetzt kommt mit. Der Schnupfen kommt von dem verwünschten Kilt. Sheriff, die vier hier haben sich als McClouds Männer verkleidet und das Dorf der Indianer auseinandergenommen. Während ich Schwarze Wolke beschwichtige, legen sie die vier hier auf Eis. Wozu auf Eis? Wir haben hier schon... Was soll das mit McCloud? Dann wieder Schwarze Wolke? Man wird ja ganz konfus. Wir gehen der Sache auf den Grund, dann ist sie nur noch halb so konfus. Okidoki, was sollte das? Ich mag die Indianer nicht. Ich hasse Indianer. Mir wird schlecht, wenn ich die sehe. Mir auch. Dann wissen Sie jetzt Bescheid. Welche Freude, oh mein Gott, welch Glanz in meiner Hütte. Sheriff Rostar, wie ich höre, haben sich meine Männer in Schwierigkeiten gebracht. Gut, ich zahle eine Geldstrafe, dann hat sich's 25 Cent für alle zusammen. Nächste Woche komme ich Miete kassieren, Ostar. Und wir gehen auf die Pirsch, wir suchen eure Hosen. Moment, oh mein Gott, ich würde gern wissen... Ich rede nicht mit Männern, die mit Männern in Röcken reden. So, so. Sagen Sie mal... Tut mir leid, aber ich rede nicht mit Männern, die mit... Aber mit mir werden Sie reden. Was habt ihr eigentlich gegen McClouds Männer, hä? Wir mögen die Klamotten nicht. Wenn wir sie in ihren Kilt sehen, müssen wir lachen und schon ist eine Prügelei fällig. Dann lacht nicht. Das versuchen wir ja, aber Mr. Oh My Gosh hat Augen wie ein Luchs. Er sieht sogar Leute lachen, die gar nicht gelacht haben. Sagt ihm, er soll sich da raushalten. Das lassen wir bleiben. Dem Mann gehört hier alles. Der Saloon und die Bank, sogar das Gefängnis. Alles in dieser verwünschten Stadt gehört doch ihm. Versteh doch, Schwarze Wolke, die Angreifer sind überhaupt nicht McClouds Männer gewesen. Sind sie bestraft worden? Hat man auf ihnen rumgetrampelt und sie ausgehungert? Nein, aber einer von ihnen hat Schnupfen. Schnupfen mit Tropfnase reicht nicht. Der allmächtige Kriegsgott fordert wirkliche Rache, Luke. Schwarze Wolke stellt Ehre des Stammes wieder her und führt die Männer selbst gegen Steinwiegwaffen. Vorher werden die Krieger noch lernen, den Speer mit der Spitze nach vorn zu werfen. Die Indianer wollen Krieg. Gehen Sie doch einfach nicht darauf ein. Weigern Sie sich, gegen sie zu kämpfen. Tut mir leid, aber der Ehrenkodex der Highlander besagt, wenn Feinde angreifen, wäre es im höchsten Maße unhöflich, sie nicht zu massakrieren. Verstehen Sie? Seien Sie froh, dass Friede herrscht, Pumperding. Sie sollten die Indianer nicht verärgern. Die können... Wäre es Ihnen lieber, wenn ich mit unserem Geist Leer Pompus dem Schrecklichen übers Kreuz komme? Unser Familiengespenst nimmt es verdammt genau mit den guten Sitten. Auf wen soll ich nun zuerst aufpassen, Jolly? Auf die Clowns in O-City, das Indianerdorf oder das Schloss? Ich fürchte, die Spannung killt mich noch. Oh, oh. Häuptling Schwarze Wolke, ich bin der allmächtige Kriegsgott, wie du weißt. Wegen der beschämenden Niederlage deiner Krieger in der Schlacht heute Morgen bin ich sehr, sehr verärgert. Ich bin böse. Oh, allmächtiger Kriegsgott Schwarze Wolke bedauert es vielmals, dass er Häuptling eines Stammes von elenden Feiglingen ist. Keine Entschuldigungen, ich will, dass was passiert. Morgen werden deine Krieger die Männer in Röcken angreifen. Es geht um Leben und Tod. Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Wenn ich doch nur wüsste, wie man besseres Tipi baut. Psst!
Nur wenn das kein Klassetrick war. Du magst heute ja die Indianer besiegt haben, Pumperding. Aber morgen werden sie zurückkehren und sie wollen dein Blut. Lern Korpus, ihr wisst, wie man jemand aufhalten kann. Ach, schweig stille, erbärmlicher Trottel. Du trittst die Ehre des Clans nicht mit Füßen, indem du Frieden mit den Indianern schließt. Wenn du nicht bis zum bitteren Ende kämpfst, suche ich dich in alle Ewigkeit heim. Nein, bitte nicht. Nicht heimsuchen. Ich verspreche, wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Ehrlich gesagt, ich habe die Nase voll von den albernen Sprüchen. Wie können sie es wagen? Wer das auch sein mag, der Kerl kennt sich im Schloss gut aus. Das kann man ja wohl erwarten. Pompus spukt hier schon seit 350 Jahren und ist doch genauso böse wie immer. Galoppierender Wahnsinn. Lucky Luke hat sich an der Nase verletzt. Ich mache ihm gleich ein Senfpflaster. Nicht nötig, ist okay. Highlander, Laird Pompus befiehlt uns den Kampf bis zum bitteren Ende. Ich werde die Indianer besiegen oder sterben. Sie möchten dazu noch was sagen, Cowboy, ja? Hört doch zum Teufel auf, damit rumzuprahlen. Kein Mensch wird hier sterben. Ach wirklich? Was sind Sie für ein ungehobelter Klotz? Sie verachten unsere Gourmet-Küche? Schießen Löcke in Decken und Wände und jetzt sollen wir uns auch noch den Befehlen von Lyle Pampas widersetzen? Ja, weil er ein Betrüger und Lump ist. Was? Zügen Sie Ihre Zunge, Lucky Luke. Ich habe Sie bis jetzt als mein Freund betrachtet. Aber wenn das so weitergeht, wird meine gute Erziehung mich leider zwingen, Sie zu massakrieren. Rufen Sie doch bitte Ihren Dudelsack, Pfeifer. Dann gibt es also ein Massaker mit musikalischer Untermalung. Wie reizend! Es gibt gar keinen Massaker, Fongus. Es gibt nur einen falschen Geist, den ich zum Leben erwecken werde. Also, was soll ich spielen? Hm? Ist mir völlig wurscht. Hauptsache laut. Dieses furchtbare Gedudel, das ist schon mehr als abartig. Es ist furchtbar und schottisch. Nächtliche Ruhestörung, Hausfriedensbruch, tätlicher Angriff. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Was tut sie da? Was nimmt sich der Kerl heraus? Sheriff, Sheriff! Jetzt halten Sie mal die Luft an. Oh mein Gott, diesmal hilft Ihnen Ihr Geld auch nicht weiter. Ah, was haben wir denn da? Ihr persönliches Eigentum, wie? Schon möglich, aber das geht Sie einen feuchten Dreck an. Aber es geht mich sehr wohl etwas an, dass die Indianer das Schloss im Morgengrauen angreifen wollen, wir es aber noch verhindern können. Gehen wir. Wohin denn? Zum Schloss. Ich spreche nicht mit Männern, die... Und ob Sie mit ihnen sprechen werden, Sie haben eine Menge zu erklären, oder? Hören Sie, Luke, was geht hier vor? Dieser Mann hier hat auf mich geschossen. Dann verurteile ich ihn zu einer Geldstrafe von... Mit Geld wird er diesmal nichts regeln können. Ich bringe ihn wieder. Für ein Gespenst ist er ziemlich schwer. Die Kapelle, vorwärts, Marsch! Nein, nein, hör auf zu spielen. Ich hasse diesen Krach. Männer in Röcken sind alle Betrüger und sie kämpfen mit Waffen, mit denen man nicht kämpft. Meine Männer sind total konfus. Warum hast du nicht Frieden gehalten, wie ich dir geraten hatte, Schwarze Wolke? Weil Kriegsgott befohlen hatte, dass ich kämpfen soll. Aber Männer in Röcken machen komische Sachen. Bekämpfen meine Männer mit stinkenden Würsten, überschütten sie mit heißer Brühe. Damit kommen sie beim Kriegsgott nicht durch. Den lass mal aus dem Spiel. Folgt mir, wir klären das Ganze an Ort und Stelle.
Nicht mit in die Reihen schmeißen, ich bin's. Ihr Familiengespenst, Pumperdink, wie es leibt und lebt. Es gibt nichts Lächerlicheres als der Anblick eines Mannes im Nachthemd. Hey, Moment mal, den kenne ich doch. Ja. Tut mir leid, aber das ist nicht unser Gespenst, aber ein Mitglied des Familienclans. Cousin Paddinglock. Ja, das ist Paddinglock McCloud und ich verstehe den Zusammenhang. Dieser merkwürdige Geruch hier, der mich an Scotland erinnert, das warst du, dich habe ich gerochen, Paddinglock. Und was gab's da zu lachen? Ach, so eine alte Familiengeschichte. Als wir noch klein waren, sah er jemand zum Verwechseln ähnlich. Laird Pompous. Das tut er immer noch. Ich bin ihm durch das Gemälde im Schloss auf die Spur gekommen. Er sieht Pompous nicht bloß ähnlich, er hat auch sein aufbrausendes Temperament geerbt. Das kann man wohl sagen. Natürlich wollten die Mädels nichts mit ihm zu tun haben. Aber irgendwann, er hatte ein paar Gläser Gerstensaft zu viel getrunken, küsste er doch die furchtbare Fiona, das hässlichste Mädchen vom McBeastie-Clan. Oh ja, jetzt lachen wir darüber, aber damals war das ein Familienskandal, Luke, ja. Weiter? Die McClouds und die McBeastleys hatten sich seit Generationen in den Haaren gelegen. Mein Vater, Laird Pumpernickel, verbannte meinen Cousin vom Hof. Und seit damals nennst du dich, oh mein Gott, stimmt's? Du sagst es und ich will nie wieder was mit Schottland zu tun haben. Allein, was die so zusammenkochen. Und ich hasse jeden, der im Kilt rumläuft. Ich nahm einen fremden Namen an und kam hierher, um so weit wie möglich von der alten Heimat weg zu sein. Ich gründete O-City und wurde ein reicher Mann. Ein schönes Leben hatte ich, bis euer Clan direkt nebenan sein Schloss gebaut hat. Selbst im Exil hatte meine Schande mich eingeholt. Die Indianer sollten also für sie das Schloss zerstören. Darum das alles. Ganz recht. Das Schloss der McClouds sollte dem Erdboden gleichgemacht werden. Leider ging ihr hinterlistiger Plan ins Auge. Das sehe ich nicht so. Aber Häuptling, hier geht es um einen Familienstreit. Die Familie kann mich mal. Schwarze Wolke ist egal, wie das mal angefangen hat. Der Ehrenkodex verlangt, dass wenn die Schlacht erst mal angefangen hat, bis zum bitteren Ende gekämpft wird. Oh, das gefällt mir, mein Häuptling. Unser Ehrenkodex sagt dasselbe. Also, ihr dürft mit dem Angriff dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt, Jungs. Meine Highlander werden sich glücklich schätzen, euch das schönste Massaker zu liefern. Das halte ich für keine so gute Idee. Es gibt sicher einen anderen Weg, um die Sache zu bereinigen. So. Und wie soll das gehen? Es gibt ein Spiel, Rugby. Da kann man die wunderbarsten Massaker veranstalten, ohne Krieg zu führen. War das gut, gerade ihn zum Schiedsrichter zu machen? Glauben Sie mir, für diesen Job gibt es keinen besseren. Sag ich doch. Worum geht es bei diesem Spiel? Sich ordentlich zu verprügeln. Was sonst? Passt auf! Das war eindeutig ein Freistoß. Was macht der Blödmann da? Ich würde sagen, das Massaker hat lang genug gedauert. Was meint Schwarze Wolke? Wenn es dem ehrenwürdigen Häuptling recht ist, würde ich sagen, dass es unentschieden steht. Es ist mir recht. Dann machen wir weiter, wenn ihr Pfingsten feiert. Dass nur Indianer gegen Schotten spielen, finde ich nicht fair. Das heißt, nächstes Jahr spielen auch die Iren mit. Cousin Paddinglock, ich bin stolz auf dich. Furchtbar stolz. Das war eine harte Nummer da draußen, aber du hast die Schläge weggesteckt wie ein echter McCloud.
Du darfst wieder zurück in den Clan. Das feiern wir heute Abend gleich im Schloss bei einem deftigen Saumagen, okay? Lucky Luke, in Anerkennung Ihrer Dienste für den Clan werden Sie hiermit als Ritter in den Clan aufgenommen. Tragen Sie mit Stolz den Kilt. Hey! Der Rock stand ihm so gut wie selten ein. I'm a bold lonesome cowboy. Ralsch? Ah, ich brauche eine neue Brille. Rumble Galsch heißt das. Der Friedhof ist überfüllt und im Tresor der Bank so gut wie nicht so. Das wollen wir erst mal sehen. Das ist ein Überfall. Verzeihung, Überfall. Wie bitte? Ein Überfall ist das Geld oder Lebensgefangen? Haha, dieser Überfall wurde gesponsert von Ralph Novay. Hey. Unter Mitwirkung von Lucky Luke. Lucky Luke, nee, Moment, Lucky Luke. Im Knast gibt's sicher einen Sprachtherapeuten. Jetzt sprechen Sie mir nach. Ich hebe die Hände hoch und lasse meine Pistole fallen. Hey Luke, wollen Sie mal was Komisches hören? Sie sollen schneller als Ihr Schnattenziehen mag sein, aber so schnell bin ich auch. Wenn wir beide schießen, sind Sie als Erster im Paradies. Keine Bewegung oder du hast ein Loch im Kopf. Lassen Sie mich lehnen, lassen Sie mich gehen, Luke, hören Sie? Sonst muss ich die Geisel töten. Die Geisel töten. Man begegnet sich immer zweimal, No Way. Hey, Mister, sind wir beide jetzt eine Bande oder wie soll ich das verstehen? Boah. Hey, ja! Dem Himmel sei Dank, dem Geld ist nichts passiert. Wenn ich nicht irre, war das Ralph Noway. Jawohl, und ich bin schon seit über einer Woche hinter der Brillenschlange her. Einladung zum alljährlich fatschten Wettkampf der in Sting City. Erster Preis wären 10 Riesen. Weg damit! Weg, nur keine Reklame machen! Reklame machen! Wollen wir mal sehen, wer sich da Kaffee kocht? Hm? Du hast die Zügel in der Hand, Cowboy. So, sehr schön. Das war das Letzte. War das Letzte. Da seid ihr, Revolver der Schmerz, meine besten Freunde. Sagen wir euch Mauber, sauber. Ihr müsst morgen gut in Schuss sein. Hab ich dich, du Schlitzohr, ja? Zu Hilfe, ich sitze fest in einer Falle! Oh, Lucky Lucky, Lucky Lucky, Lucky Lucky! Hey! Himmel, was für ein Geschrei! Ist ja gut, ich komm ja schon! Oh, aber schnell! Sonst ist mein Fuß abgestorben! Sie glauben gar nicht, wie weh das tut! Wieso hin und her zappeln, Alter? Oh nein, das gibt bestimmt Wundbrand! Schnell rufen Sie einen Arzt, Cowboy! Na los, retten Sie meinen Fuß! In Wahrheit haben Sie nicht mal so viel Schmerz. Das weiß ich selber! Und was einen Tapper nicht umbringt, macht ihn stärker! Herman Flood, bester Trapper in ganz Montana. Lucky Luke,
Ich bin hinter einem Verbrecher her, der mir dank Ihres couragierten Eingreifens soeben entwischt ist. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Cowboy. Sie kennen sich in der Wildnis nicht aus. Demnach war's meine Schuld, hm? Das macht nichts. Ich nehm's Ihnen nicht übel. Oh, ey, da ist sie ja, die geliebte Flinte. Ich bin ein besserer Fährtenleser als ein hungriger Puma. Was Sie aber nicht gehindert hat, in Ihre eigene Falle zu tappen, Amigo. Raffinierter Schachzug. Als Köder verkleidet locke ich nun mal die fettere Beute an. Wie schön für Sie, Herman, aber jetzt muss ich mich um meinen Verbrecher kümmern. Im Übrigen wäre ich allein aus der Falle rausgekommen. Na, haben Sie was Wichtiges in der Asche entdeckt? Wettkampf der Trapper in Skin City. Erster Preis $10,000. Sieh einer an. Er verbrennt die Zettel, um konkurrenzlos zu sein. Interessant. Sie wissen, dass Sie mir das Bärenfell ersetzen müssten, das mir durch die Lappen gegangen ist. Aber Sie sind so großzügig und schenken mir es. Vielen Dank. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, junger Mann, aber Vorsicht! Ohne Führer kann man sich in dieser Wildnis hier schnell verlaufen. Ich bin gar nicht so teuer. Hey, Lucky Luke, ey, warten Sie, Cowboy, kommen Sie wieder zurück! Es ist wirklich nicht ungefährlich, hier rumzulaufen. Ich würde sagen, wir hauen uns gleich nach dem Abendessen aufs Ohr. Morgen früh geht's nach Skin City, dort warten wir auf diesen Ganoven No Way. Was kann schöner sein, als es sich auf den Resten seines Abendessens bequem zu machen? Das ist... Hände hoch, No Way! Halt, halt, nicht schießen, ich bin es, Herman! Entschuldigung. Begrüßt man so etwa einen alten Freund, hm? Sie können von Glück sagen, dass Sie auf mich gestoßen sind. Im Wald wimmelt es von wilden Bestien. Außer über Sie bin ich noch über nichts gestolpert. Tja, man muss Sie schon aufspüren können. Mhm. Sie sollten es nicht übertreiben mit dem Dosenfutter. Mir war schon immer ein Stück vom Bärenschinken lieber. Den gibt's bei Ihnen sicher öfter, wo Sie doch so ein guter Jäger sind. Möchten Sie vielleicht noch einen Kaffee? Hm? Nein, vielen Dank. Ich trinke nur hier und da ein Schlückchen. Sie haben einen schlechten Schlafplatz gewählt. Er sollte immer nach Osten hin liegen, damit einen die Morgensonne weckt. Sagen Sie, Sie sind vermutlich ein Einzelkind. Ja, wieso? Nur so, aber es war die beste Nachricht von heute. Also dann, gute Nacht. Mr. Luke, ich lege mich vielleicht ein bisschen näher ran, um Sie zu beschützen. Zwei Stück Zucker, bitte. Na, wird gemacht. Sie sind aber ein Frühaufsteher, Luke. Aber nicht wieder so fest. Ich reite hier lang. Sie waren ja auf dem Weg dorthin. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Aber wie wollen Sie hier überleben ohne mich? Hey, bleiben Sie da, Luke. Wir beide sind doch jetzt Freunde. Ich fühle mich Ihnen so verbunden seit letzter Nacht. Wir haben mehr Glück als Verstand. Wir müssen nicht mehr nach Skin City reiten. No Way! Raus aus der Hängematte! Kommt her! Hände hoch! Ich habe Sie gerade verhaftet. Hallo, Mr. Luke! Sehen Sie mal, was ich Ihnen mitbringe. Zwei schöne fette Biber, geben Sie es zu, da sind Sie platt. Hm? Na, wer ist jetzt der König der Wildnis, hä? Na, Sie selbstverständlich, aber ich habe zu tun. Abmarsch, bitte. Ich grüße Sie, mein Freund. Die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde. Da sind die Schlitzohren. Elendes Gaunerpack! Ihr seid wirklich ein Haufen Stinktier-Scheiße. Was habt ihr euch dabei gedacht, Trappern in die Quere zu kommen? Herman. Die hingen an einem Ast. Ich dachte, dass sie niemand mehr will. Was wir auf den Tod nicht ausstehen können, sind Biberdiebe. Ihr werdet jetzt mitkommen, verstanden? Sie erlauben, aber das Ganze ist ein Missverständnis. Ich war gerade dabei, diesen Verbrecher zu verhaften, als plötzlich... Wenn hier einer ein Verbrecher ist, dann bist du's. Ihr kommt alle mit und basta. Auf Wiedersehen, Lukiaki. Da geblieben, elender Feigling. Na, fabelhaft. Das war der meistgesuchte Mann von Montana, den ihr da entkommen lasst. Ja, von wegen. Das mach du mal deiner Mami weiß. Ah.
Joshua? Horace? Was habt ihr denn heute für komisches Wild erlegt? Hä? So grün wie der aussieht, muss er aber noch eine Weile liegen. Das sind Räuber, Papi. Die wollten uns die zwei Biber stehlen. Das ist ein Missverständnis. Mein Partner bittet um Entschuldigung. Halt's Maul! Bei Stinktiers wird nur geredet, wenn's der Papa erlaubt, verstanden? Elvira, was machen wir mit diesen diebischen Elstern? Was schlägst du vor? Die wären mal eine hübsche Abwechslung nach dem ewigen Bärenfleisch. Ist sie nicht komisch, meine Elvira? Deshalb habe ich sie auch zur Frau genommen. So, mein Huckerzäschen, jetzt werde ich dich meiner erledigen, entledigen, meine ich. Ja, du bist schon halb tot und dann los ich dich endlich bin ich dich los. Okay, genug gelacht. Wie würde es euch gefallen, ein Leben lang Felle zu gerben, ha? Oh, ich könnte euch auch als Bärenköder benutzen. Huh? Elvira! Jungs, rennt um euer Leben! Unsere schöne Hütte! Hier bitte, Heißherr. Der da hat das Feuer gelegt, Paps. Er ist der Dritte im Bunde der Biberdiebe. Damit habe ich mir aber ein Bündel Heu mehr pro Tag verdient. Großer alljährlicher Trapper-Wettkampf, $10,000 Preisgeld. Noah wird nicht lange auf sich warten lassen. Herman, stehen Sie auf, na los! Aufstehen, bester Trapper des Wilden Westens. Ihr habt doch eure Biber, was wollt ihr noch? Herman, wir sind in Skin City. Ja? Wieso Skin City? Da habe ich dich schön in das Licht geführt mit meinem Ohnmachtsanfall. Hm? Uralter Trapper-Trick. Von mir kannst du noch eine Menge lernen. Wer so zu Witzen aufgelegt ist, braucht keine fremde Hilfe mehr. Was soll der Quatsch? Gemeinsam sind wir unschlagbar. Wir haben das Preisgeld so gut wie in der Tasche. Warten Sie doch. Keinen Schritt weiter, Cowboy. Nur Trapper dürfen nach Skin City, solange hier der Wettbewerb läuft. Und weil du kein Trapper bist, verschwindest du sofort wieder. Wissen Sie, eigentlich wollte ich am Wettbewerb teilnehmen. Da merkt man eben gleich, dass du ein einsamer Cowboy bist. Hier macht nur mit, wer einen Partner mitbringt. Genau so ist es. Immer nur zu zweit. Eins, zwei. Du bist nur einer. Da fehlt der Zweite. Also kannst du dich nicht eintragen. Hören Sie, wir sind zu zweit. Er ist mein Partner. Ein Cowboy in einem Trapper-Wettbewerb. Wir leben in einer verrückten Welt. Name und Beruf bitte. Lucky Luke, Cowboy. Und ich bin Herman und Trapper. Na also, jetzt müssen wir bloß noch gewinnen. Stimmt's, Partner? Ich habe mir schon überlegt, wie wir das Preisgeld teilen werden. Ich würde sagen 75% für mich und 25% für Sie. Ohne mich hätten Sie ja nicht mal teilnehmen dürfen. Team Nummer 13. Lucky Luke, Herman Flut. Wir sind Nummer 13. Ha, da muss das Glück uns hold sein. Die 13 war immer meine Glückszahl und Sie hatten das Glück, mich zu treffen. Haben Sie auch einen Ralph No Way auf Ihrer Teilnehmerliste? Nein, tut mir leid, steht nicht drauf. Der Wettbewerb wird in Kürze beginnen. Begeben Sie sich auf die Südseite des Ortes. Schön brav sein, Jolly. Bis später. Ich möchte sehen, was er sagt, wenn ich ihn mit 30 Cowboys zusammenfärche und mich amüsieren gehe. Jedes Team braucht einen Anführer. Ich denke, aufgrund meiner Erfahrung und meiner inneren Werte bin ich wie geboren für den Job, ne? Oh. Stopp, lieber Freund. Ich nehme an den Wettbewerben nur teil, weil ich hoffe, hier No Way zu erwischen. Der wird versuchen, mit dem Preisgeld durchzubrennen. Also halten Sie um Himmels Willen die Klappe! Wie wär's mit 64%? Meine lieben Trapper, Abgeordnete des Waldes, Männer der Wildnis, willkommen in Skin City. Hiermit erkläre ich den Wettbewerb für eröffnet. Und mögen die Besten gewinnen, Männer, und sie dann mit nach Hause nehmen, die $10,000. Komm
kommen wir also zu Nummer 1. Witterung aufnehmen. Ein Biber. Wiesel. Wiesel. Das ist ein Waschbär. Oh. Ja, von wegen, ihr haltet einen leeren Käfig hoch. Stinkt hier, 5,5 Jahre. Wettkampf Nummer 2. Holt einen Marder aus dem Bau. Er ist da rein verbracht worden. Es darf höchstens eine Minute dauern, bis das Tier gefangen worden ist, ohne Gebrauch der Hände. Hast du es immer noch nicht? Die Minute ist gleich rum. Ist offen. 21 Sekunden für die Flanagan-Brüder. Diese Amateure. Dann werden sie denen wohl zeigen, wie ein Profi das macht, stimmt's? Aua, lass los, lass los! 15,2 Sekunden, das ist absolut neuer Rekord. Wir wären jetzt bei Nummer 3, der Fichtenwipfel. Diese drei Stämme wurden 6 Monate lang mit Schmierseife eingerieben. Die ersten 2 Teams, die es bis in den Fichtenwipfel schaffen, werden ins Finale kommen. Können Sie mir verraten, wie wir darauf kommen? Oh, Vorsicht, Harmon! Eine Klapperschlange! Ah! Nur 51 Hundertstel Sekunden! Das unterbietet den Weltrekord! Und jetzt kommt das, worauf wir allesamt schon mit Spannung warten, die Hauptattraktion. Jetzt geht's rund. Jetzt tanzt der Bär. Halt mal ab. No way. Wo versteckst du dich, du Halunke? Was hast du vor? Ich darf Sie beglückwünschen, meine Herren. Sie haben es ins Finale geschafft. Ihre erfolgreichen Gegner, die Flanagan-Brüder, stehen zurzeit bei 2 Minuten und 13 Sekunden. Wird nicht einfach sein, das zu toppen. Macht euch auf was gefasst, Jungs. Seit 6 Monaten hat das Vieh nichts anderes mehr als Salat zu fressen gekriegt. Oh je. Meine Herren, auf die Plätze. Machen Sie das. Ich bin mit 50-50 einverstanden. Das ist der Alte noch. Vielleicht ich, aber der Cowboy. Mami! Carmen, stopp! Stopp! Ich sage los und Sie springen auf das Ende des Stammes. Ja, aber... Los! Einheimsen, diese ewige Angeberei geht einen auf den Keks. Mami! Kommt, lasst uns wetten! $50 auf den Bär! Was? Ich setz auf den Alten! Was Hilfe! 10 Riesenfeuerschreie, steuerfrei! Was ist los?
was denn der Wunschieder, ey? Der schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Der gute alte Lucky Luke trifft plötzlich nicht. Nanu? Nehmen Sie die Brille freiwillig ab oder soll ich sie runterschießen? Mr. Luke, wo bleiben Sie denn nur? Sie beide sind nicht nur als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen, Sie haben unser geliebtes Montana auch von dem schlimmsten Halunken befreit, der das Land fest im Griff hatte. Wir werden die Prozente neu regeln müssen. Schließlich habe ich den Schuft ja K.O. geschlagen. Da sind sie ja, diese hinterlistigen Schweinehunde. Die beiden sind schuld daran, dass wir uns nicht rechtzeitig für den Wettbewerb anmelden konnten. Meine beiden Jungs hätten ihn hundertprozentig gewonnen, so wahr ich Papa Stinktier bin. Und unsere Hütte haben sie auch im Brand gesteckt. Bitte beruhigen Sie sich, mein Partner wird für den Schaden gern aufkommen. $5,000, ja? Die soll ich? Oh, das ist aber mehr als anständig von Ihnen. 5.000 oder Sie sind Bärenfutter. Überlegen Sie nicht lange, Sie bekommen meine 5.000 ja auch. Legen Sie sie gut an. Als Trapper werden Sie auf keinen grünen Zweig kommen. Ich überlege es mir. Auf in den Saloon. Mein Freund will für die ganze Stadt eine Runde schmeißen. Das wusste ich ja gar nicht. Lang lebe Norway! Verrückt, das ist doch der Gangster! Na gut, nieder mit Norway. Hoch lebe Lucky! Oh, wie buschscharf wird meine Rache sein. Ich meine, wie furchtbar wird meine Rache sein. Wirst du schon sehen? Eigentlich könnten wir doch jetzt unterwegs Ihren Sprachschwierigkeiten schon ein bisschen zu Leibe rücken. Sprechen Sie mir nach. Fischers Fritze fischt frische Fische. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Und dann habe ich dem Bären eins aufs Maul gehauen und er ging zu Boden wie ein gefällter Baum. Und so rettete ich das Leben des berühmten Lucky Luke. Die 27. Wiederholung können wir dann zusammen singen. Sagen Sie mir jetzt lieber mal, wie mir die Waschbärenfellmütze steht. Ich würde sagen, einem Waschbären könnte sie nicht besser stehen. I'm a poor lonesome cowboy. Diesem Artikel hier zufolge wurde Miss Kate Morton von ihrem Wolf, Häuptling des Headcase-Stammes, entführt und in die Rio Bolo Bolo-Region verschleppt. Was hatte die junge Dame alleine in der Wüste zu suchen? Sie war zu ihrem Vater unterwegs nach Fort Dust Bowl. Sie hat ihn wohl seit einigen Jahren nicht mehr gesehen. Sie ist bei ihrer Mutter groß geworden. Unterwegs im Zug muss es dann zu Unstimmigkeiten mit den anderen Passagieren gekommen sein. Also ist sie ausgestiegen. Unstimmigkeiten? Ein Faustkampf soll es gewesen sein. Sie haben sicher hin und wieder von dem Vater, Oberst Morton, gehört. Wenn seine Tochter nach ihm geraten ist, dann werden die Reisenden im Abteil erleichtert gewesen sein, sie loszuwerden. Sie wollen demnach, dass ich sie aufspüre und ihrer Mutter wiederbringe. Stimmt's, Gouverneur? Na, nicht ganz, Luke. Sehen Sie, als der Oberst erfuhr, in wessen Hände sie gefallen war, beschloss er, Freiwillige zu rekrutieren und eine Rettungsaktion zu starten. Armeeangehörige auf Indianerterritorium? Aber das ist Wahnsinn. Deshalb hat er keine Freiwilligen finden können. Aber er ist ein Freund unseres Präsidenten. Der hat ihm entsprechende Vollmachten erteilt und die Befugnis, für dieses Himmelfahrtskommando Strafgefangene zu rekrutieren. Verstehen Sie? Hat er unter denen Freiwillige gefunden? Nun ja. Immerhin 4. Hört zu, ihr Schlappschwänze! In 2 Tagen rücken wir ab nach Rio Bolo Bolo! In diesen 2 Tagen muss es mir irgendwie gelingen, aus euch 4 eine schlagkräftige Truppe zu machen! Aber seid sicher, ich werde euch schon die Hammelbeine langziehen! Und wir geben Fersengeld! Falls jemand damit liebäugelt, sich von der Truppe abzusetzen, lasse ich meinen Revolver sprechen! Und glaubt mir, ich verfehle nie mein Ziel! Falls das Unternehmen aber ein Erfolg werden sollte, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass euch 2 Jahre von der Strafe geschenkt werden. Joe, wie viel wären denn 4.756 weniger 2? Wolltest du gerade was sagen, Soldat? Ja! Wann gibt's was zu essen,
In der Armee wird zuerst marschiert und dann was gegessen. Im Laufschritt. Marsch. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Brust raus und Kartoffelbauch rein. Na, und das Rückgrat durchgedrückt, Männer. Und weiter. Das macht ihr alles freiwillig. Ja. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Moment. Was ist? Gibt's ein Problem? Ja, das Problem ist, dass der Rucksack doppelt so viel wie ich wiegt. Also müsste der mich doch eigentlich schleppen, oder? Tja, wenn's wirklich so ist, dass deine Beine nicht mehr wollen, kommen eben deine Arme zum Einsatz und Liegestütze. Und das hintereinander! 17, 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89 und 90! Ich finde ja, das sieht nicht sehr appetitanregend aus. Da hat's schon mit den Liegestützen vielleicht besser. 98, 100! Da wäre noch ein Nachschlag. Mittagspause zu Ende. Ihr seid nicht hier, um euch voll zu fressen. Es wird Zeit für die Ausbildung an der Waffe. Euch werden jetzt die Gewehre ausgehändigt. Mit dem ersten Schießprügel mache ich ihn alle und ab durch die Mitte. Hä? Das sind ja bloß Attrappen. Echte Gewehre gibt's, wenn wir den Indianern gegenüberstehen. Keinen Augenblick früher. Also dann, Gewehr ab! Schau an, welch ausgeprägter Sinn für Humor. Wir haben nur getan, was Sie wollten. 100 Liegestütze! Oh, meine kleine Kate, du wirst inzwischen gewiss zu einer liebreizenden jungen Dame herangewachsen sein. Schneller, das geht mir viel zu langsam. 57, 58, 59 und weiter in dem Tempo. Halte durch, Kate, mein liebes Babyschätzchen. Dein Daddy kommt und wird dich aus den Klauen dieser Wilden befreien, Kindchen. Grüß dich, schmieriger Grizzly. Was fällt dir ein, so mir nichts, dir nichts hier reinzuplatzen? Ja, weißt du, die anderen haben mich geschickt, weil die nämlich vor dir, weil du doch ein Wolf bist und irre. Wir kommen eigentlich mit einer Beschwerde, aber bloß mit so einer klitzeklein. Dabei geht es, naja, das blonde Bleichgesicht. Schmieriger Grizzly, hüte deine Zunge, Mann. Achte darauf, was du über die zukünftige Squaw von Irrem Wolf sagst. Aber sie bringt unsere Frauen auf die seltsamsten Gedanken. Da solltest du wirklich was unternehmen. Seltsame Gedanken? Was verstehst du darunter? Naja, zum Ersten weigern sie sich plötzlich weiter für uns zu kochen. Sie waschen unsere Lendenschurze nicht und stehen in der Nacht nicht mehr auf, um die Windeln zu wechseln. Wenn die Männer auf der Jagd oder auf dem Kriegspfad sind, sorgen die Frauen für Ordnung im Tipi. Ihrer Wolf hat gesprochen. Klar, das passt euch Männer nicht. Aber warum sollen die Männer nicht auch mal zugreifen bei der Hausarbeit? Hört, hört! Ihrer Wolf gestattet auch der Frau, die irgendwann mit ihm im Tipi leben wird, nicht in diesem Ton mit ihm zu reden, vor den Kriegern und Frauen. Ihrer Wolf soll sich schon mal an den Ton gewöhnen. Sonst wird er später im Tipi sein blaues Wunder erleben. Es war Kate Morton, die gesprochen hat. Oh, Ihrer Wolf findet es schön, wenn sein süßes Zaubermäuschen böse und zornig wird. Oh ja. Links, rechts, links, rechts. Na, endlich kommt ein bisschen Schwung in die Sache. Links, rechts und Knie hoch. Brust raus, links, rechts und weiter. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Die 3 Stunden, solange es noch hell ist, wollen wir ausnutzen. Bewegung, Bewegung, los, los. Ich kann bald nicht mehr. Im Knast hat's mir besser gefallen. Da mussten wir die Steine bloß klopfen, nicht wie hier tragen. Heute Nacht, wenn der Bekloppte schläft, schlagen wir uns seitwärts in die Büsche. Joe, es tut mir leid. Ich bin dermaßen fertig, ich kann mich nicht mehr in die Büsche schlagen. Okay, Jack, dann mach eben noch 3-4 Runden rum. Aufgehört mit der Schnarcherei! Zeit für den kräfteraubenden Nachtmarsch. Los, tummelt euch! Links, rechts und schön die Knie hoch. Ihr werdet 400 Mal das Formrunden, also haltet euch ran. Sind wir wirklich bei der Kavallerie gelandet und nicht in der Infanterie? Halt die Klappe, Emerald! Morgen gibt's 3 Steine mehr in den Turnister. Da wird das Kreuz automatisch gerade.
Männer, bald werden wir den blutrünstigen Headcase-Indianern in einer wilden, verzweifelten Schlacht gegenüberstehen. Also kommen wir heute zu den Grundregeln des Kampfes Mann gegen Mann. Okay, ihr Waschlappen, fangen wir damit an, dass ihr mich schlagt. Los! Na, was ist? Ihr habt's doch gehört! Ihr sollt mich schlagen, das ist ein Befehl! Jawohl, Sir, Oberst Morton! Ich gebe auf, Sie haben gewonnen! Ihr vier habt noch eine Menge zu lernen. Ihr habt ganz einfach nicht den Schneid dazu. Man braucht schon ein gewisses Aggressionspotenzial im Nahkampf. Mein Liebling, der Kurze da. Komm her. Hör zu, ich möchte, dass du jetzt an was denkst, was dich ganz böse werden lässt. Hallo, Joe. Schon befördert worden? Lucky Luke, Lucky Luke. Sie haben ihn immerhin schon in die Armee befördert, aber das schmeckt ihm nicht. Schaum vorm Mund, das ist gut. Und jetzt greift mich an. Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Es reicht, du kannst aufhören. Aufhören, hab ich gesagt. Zu Hilfe, Wache, Wache. Ich reiß ihn ein Stück, ich reiß ihn beide ein Stück. Ihn und Lucky Luke. Allesamt reiß ich euch ein Stück. Über mangelnden Kampfgeist kann man bei dem Mann nicht klagen. Er kann sich allerdings kaum bremsen. Das reicht für heute. Gebt jetzt den Freiwilligen die Uniformen. Oberst Morton, Lucky Luke. Der Gouverneur schickt mich als Begleitung. Ich soll Ihnen helfen, Ihre Tochter zu finden. Ich bräuchte eher ein Artillerieregiment, Mann. Ah, Sie kennen die Rio-Bolo-Bolo-Region. Und Sie sind doch mal schwer beim 20. Regiment gewesen. Sie sind vielleicht doch ganz brauchbar. Und ich kenne die Daltons nicht zu vergessen. Sie dürfen es mir glauben, bei denen kämpfen Sie gegen Bosheit und abgrundtiefe Dummheit. Mister, auf intelligentes Benehmen verzichte ich bei Soldaten sehr gerne. Sie sind mir geschickt worden, um mich zu diesem irren Wolf zu bringen. Bei der ersten Gelegenheit, da machen wir Lucky Luke kalt, schaffen uns den Oberst vom Hals und fliehen in die Berge. Ich glaube nicht, dass die Hose die richtige Größe hat. Zum Strammstehen ganz nützlich, nicht unbedingt zum Marschieren. Eins sollte klar sein zwischen uns. Ich weiß genau, dass ihr hier nur mitmacht, weil ihr bei passender Gelegenheit das Weite sucht. So böse denkst du von uns, ja? Nein, nein, wir haben uns für diese schwierige Mission freiwillig gemeldet, weil uns der Oberst leid tut. Jawohl, jawohl, wegen seiner Tochter. Joe, eben hast du doch noch gesagt, dass... Glaub's uns, Luke, nicht im Traum würden wir dieses arme Mädchen in den Fängen dieser grausamen wilden Indianer lassen. Gut, das können wir abhaken. Ab sofort werden die Krieger jeden zweiten Tag kochen. Wie du wünschst, kleine Spitzmaus, sicher. Und Wäsche waschen. Alles, was du willst, goldgelocktes Murmeltier. Und sie halten die Tippis und ihre Babys sauber. Du weißt doch, ich kann dir nichts abschlagen, meine verschmuste Löwin. Die blonde Person, diese Hexe da, wird unseren Wolf noch völlig um den Verstand bringen. Grummeltes Murmeltier, irgendetwas muss hier passieren. Genau, wir haben uns lange genug alles von ihr bieten lassen. Oberst, bitte lassen Sie mich das alleine machen. Ich werde Ihnen Ihre Kate wohlbehalten zurückbringen. Reden Sie keinen Quatsch, Mister. Ich bin nun mal der Vater und für alles verantwortlich, was hier geschehen wird. Wie stehe ich vor meiner Tochter da, wenn ich einem Fremden gestatte, sie zu retten? Soldaten, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob sich genug Wut angestaut hat in euren Bäuchen. Da hat eine Menge Wut Platz. Wir haben mal wieder kein Frühstück gekriegt. Du! Ja, du! Du hast auf mich von Anfang an wie ein Anführer gewirkt. Du darfst die Fahne tragen. Averell, der Fahnenträger. Da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht. Klar zum Abmarsch! Folgt mir! Das Problem wäre im Handumdrehen gelöst, wenn wir die Blondine ihrem Vater zurückgeben würden. Nein, eklige Echse, so sehe ich das nicht. Die bringt's da fertig und kommt irgendwann wieder. Murmelndes Murmeltier, du brütest doch hoffentlich nichts Schlimmes aus. Nie würde ich ihr was antun, schmieriger Grizzly, aber was können wir dafür, wenn wir sie in der Wüste aus Versehen verlieren? Ich habe Kate leider nicht groß werden sehen. Sie war noch ein Baby, als meine Frau mit ihr an die Ostküste ging. Die hatte alles, was einen glücklich machen kann. Da fragt man sich schon, warum. Nicht mal die Stiefel hat sie mir putzen müssen. Dafür hatte ich meinen Burschen. Soldaten, Kompanie, halt! Genau an der Stelle hier schlagen wir unser Lager auf. Ihr werdet die Zelte aufrichten, einen Schutzgraben ausheben, umschlossen von einer Palisade.
Platt gemacht, Soldaten. Ihr habt euch eine Pause verdient. In genau 10 Minuten werden die Zelte wieder abgebrochen. Das Indianerdorf ist auf der anderen Seite vom Canyon, Herr Oberst. Es wird nicht so einfach sein, unentdeckt dorthin zu kommen. Wenn Sie das fürchten, werden wir uns eben tarnen müssen. Aber womit, Herr Oberst? Wir sind mitten in der Wüste. Wenn ich das Zeichen gebe, hauen wir ab, weitersagen. Wenn Joe das Zeichen gibt, hauen wir ab, weitersagen. Wenn Joe das Zeichen gibt, hauen wir ab. Wenn Joe das Zeichen gibt, hauen... Hey, Moment! Hey, ich sag hier, wo es lang geht! Vorwärts! Ich trage die Fahne und somit die Verantwortung! Sie mischen sich bitte nicht ein, Mister. Hier geht's um Militärisches. Und alle Pferde... Ich sag Ihnen was, das mit der Tarnung wird sich doch machen lassen. Wir werden uns als Kakteen verkleiden. Ob das so eine wunderbare Idee ist, Herr Oberst, ich... Entschuldigung, Mister. Als kommandierender Oberst entscheide selbstverständlich ich, welche Idee gut war und welche nicht. Wo ist mein kleines Biberzähnchen? Sein Mittagessen ist fertig. Ja. Dein Maisbrei wartet auf dich mit Erdnüssen, wie du ihn gerne magst. Na, wo verbirgt sich mein kleines Zuckerochsenschnäuzchen? Wo bist du? Juhu! Hörst du nicht dein Wölfchen rufen? Ich bin aber auch ein Pechvogel. Immer ziehe ich die kürzere Feder. Biberzähnchen, Zuckerschnauz, wo steckt mein Süßi? Ich hab den geheimen Pfad zum Indianerdorf gefunden. Dann mal los, Männer, hab mal! Und um die Verkleidung noch glaubhafter zu machen, müssten die Kakteen sich doch zu Fuß anpirschen. Na, das wär's noch, dass die Kavallerie der Vereinigten Staaten zu Fuß geht. Hier geht es ums Prinzip, Mister. Nicht den Faden verlieren, Kate! Mein kleiner Grashüpfer, wo steckst du bloß? Großer Häuptling Irrer Wolf, eine Botschaft für dich! Seit wann schicken die Männer pastellfarbene Rauchsignale für mich? Hast du es vergessen, Häuptling? Wir haben heute einen ungeraden Tag. Da haben wir Männer Tipi-Dienst und die Squaws schieben Wache. Und was teilen sie mir mit? Ein Bleichgesicht und Kakteen. 5 Stück auf Pferden nähern sich unserem Dorf. Na toll, Sie haben uns entdeckt. Ich würde vorschlagen, dass Sie Ihre Verkleidung ablegen. Sie werden die Hände zum Schießen brauchen. Was geht hier vor? Die Kakteen sind allesamt leer. Der Trick war gar nicht schlecht. Bloß weg hier, aber schnell! Genial! Ich bin ein Genie! Dann weißt du bestimmt auch, wo wir hergekommen sind. Von da vorn! Wir hätten unbedingt Wasser mitnehmen sollen, Joe. Ja, statt der dämlichen Fahne. Sag das nicht, die will ich in unserer Zelle an der Wand aufhängen, wenn Lucky Luke uns zurückgebracht hat. Oh! Gib mir die Fahne, Mann, ich brauch den Stock, damit ich einen Fleischspieß aus dir machen kann. Leg dich ab, Joe. Jack hat recht, nur nicht die Nerven verlieren. Ich komme nicht aus dem verwünschten Kaktus raus. Oh, warten Sie noch, schießen Sie schon. Tut mir leid, ich habe noch nie auf eine Frau geschossen. Ich bin am Verdursten, Joe. Ich habe mir Blasen gelaufen, Joe. Und ich habe einen Bärenhunger, Joe. Durchhalten, Jungs. Wir müssen jeden Augenblick aus dem Canyon raus sein. Die Fahne. Wir sind im Kreis gelaufen. Vielleicht sollten wir ja dem Faden da folgen, Joe. Dem Faden? Welchem Faden? Hi, ja, 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 hi, ja, 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 hi, ja, 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 hi, ja, ja,
Ihre Tochter sehe ich aber nirgends, Oberst. Am Ende haben Sie doch recht gehabt. Die Tarnung war absoluter Blödsinn. Ich bin gespannt, was wir am Ende des Fadens finden werden. Nichts werdet ihr finden, da komme ich nämlich gerade her. Steht da 11,5 drauf? Das ist meines Vaters Regiment. Ja, was zum Henker tut mein Vater denn hier? Hört ihr? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dafür, dass wir das Täubchen gefunden haben, wird man unsere Strafe aber rapide herabsetzen. Herr Oberst, haben Sie zufällig ein Foto von Ihrer Tochter dabei? Ja, es steckt in meiner Brusttasche, aber es ist nicht mehr ganz aktuell, fürchte ich. Hört zu, ihr tapferen Frauen. Wir sind in friedlicher Absicht hier. Wir sind unterwegs auf der Suche nach der Tochter meines Freundes. Ein Foto von ihr steckt in seiner Brusttasche. Bitte, seht es euch genau an und sagt uns, ob ihr die Squaw kennt. Wo kann sie nur abgeblieben sein? Irrer Wolf sieht ebenso traurig aus wie grummelnder Biber damals, als taubstumme Nachtigall mit dem Ganter durchging. Aber ich hab doch alles, was sie wollte, immer für sie getan. Alles. Lass gut sein, Häuptling. Du findest deine Frau. Es muss ja keine Blondine sein. Grummelndes Murmeltier, du weißt, wie man jemanden aufheitert. Ah, da ist ja mein Zuckermäuschen wieder. Ach, ich hab einen Braten in der Röhre. Und ich muss ein Fass voll Lettenschürze waschen. Ach, und das Baby hat sich gewiss schon wieder vollgemacht. Honigbiene, mein Liebes, die Freude. Später! Erstmal rupfe ich noch ein Hühnchen mit deinen tapferen Kriegern. Aber zuallererst werde ich jetzt schmutzige Wäsche waschen. In aller Öffentlichkeit. Lucky Luke und der Oberst mir ausgeliefert. Joe, mir tun die Füße weh. Joe, ich habe immer noch so einen Durst. Und ich habe einen Bärenhunger. Wir brauchen Waffen. Ich war aus Sorge um dich ganz krank. Sieh mal an, Dad, du kommst vermutlich zu meiner Rettung, hä? Kate, mein süßes Baby, kein bisschen hast du dich verändert. Und wie geht's deiner lieben Mutter? Oh, ich könnte dich. Nach 20 Jahren Funkstille hast du die Nerven, mich nach meiner Mutter zu fragen? Aber Schätzchen, ich war ja immer so beschäftigt. Da waren die Indianer und... Das ist dein Vater, mein Zuckerpüppchen, ja? Ihrer Wolf ist geehrt, seinen zukünftigen Schwiegerpaps kennenzulernen. Aber was soll das bedeuten? Niemals gebe ich meine Tochter einem Halbwilden. Sie nimmt einen Offizier, damit das klar ist. Kate, du hast es gehört und du wirst es auch... Ihr Herr Wolf heiratet sein honigblondes Kuchenpferd, ist das klar? Und wenn der Schwiegervater seine Einwilligung verweigert, dann wird Ihrer Wolf ihn so lange foltern, bis er sich das nochmal überlegt. Niemals, niemals bekommst du die Hand meiner Tochter, du Unzivilisierter. Von wegen deine Tochter, sie ist meines Korps. Aufhören! Ich bin eine erwachsene Frau und wenn es um meine Hand geht, entscheide ich, wem ich sie gebe. Gut, Ihrer Wolf hat seine Fehler, aber zumindest platzt einem bei ihm nicht das Trommelfell. Weil er nicht brüllt, wenn er nur wissen will, was es zum Abendessen gibt, verstanden? Wenn ich sowas höre, wer brüllt denn hier? Ich vielleicht? Und ob du brüllst? Du kannst gar nicht vernünftig reden! Ja, aber Kind, du wirst doch nicht. Ich bin immerhin dein Vater. Ja, und ich freue mich, dich wiederzusehen. Auch wenn's nicht so klingt. Ich kann nur sagen, Mom hatte ja so recht. Und jetzt nimm deine Männer und verschwinde. Deine Männer? Welche Männer? Die vier Schwachköpfe, die ich im Canyon getroffen habe. Wo sind die denn überhaupt, hm? Hier! Keine falsche Bewegung. Komm schon, Jack William Averill. Wir wollen sehen, ob... Überraschung. Kate Morton heiratete ihren Wolf und gründete mit ihrem Mann den Verein amerikanischer Suffragetten. Kreuz und quer zogen die beiden durchs Land und wurden nicht müde, die Rechte der Frauen zu predigen. Und natürlich auch die der Indianer. Der Kontakt mit Kate Morton hatte dazu geführt, dass die Headcase-Indianer anfingen, alles ein bisschen anders als früher zu machen. Und auch Oberst Morton änderte seinen Führungsstil ein wenig nach der Begegnung mit seiner Tochter. Rühren, bitte! Wenn's euch nichts ausmacht. Was nun die Daltons betrifft, naja, da kann man nur sagen, einmal Daltons, immer Daltons. I'm a bold lonesome cowboy.
Holz! Stahl! Holz hat seine Zuverlässigkeit schon tausendfach bewiesen. Außerdem ist es rostfrei. Ich bleibe bei Stahl. Es ist das moderne Baumaterial für ein modernes Land. Stahl steht für den Fortschritt und es ist feuerfest, lieber Fogg. Senator Blauhardt, jeder weiß doch, dass Sie vor der Stahlindustrie auf den Bauch kriechen. Und Sie, Senator Fogg, verdanken Ihren Sitz im Parlament doch nur unseren Holzbaronen. In 3 Monaten soll die transkontinentale Eisenbahn Sequoia Bay überqueren. Und da eine Eisenbahn nicht fliegen kann, sollten wir uns damit abfinden, dass da eine Brücke hin muss, meine Herren. Und zwar eine Holzbrücke, verehrter Präsident. Eine solide Holzbrücke, gebaut, wie sie schon seit Jahrhunderten gebaut werden. Da muss eine Stahlbrücke hinkommen, ein kühnes Unterfangen, gewiss, aber revolutionär. Fest steht jedenfalls, dass wir auf keinen Fall 2 Brücken für eine Eisenbahnlinie bauen. Ich unterbreche Sie nur äußerst ungern, Sir, aber weshalb nicht? Die Wähler lieben öffentlich ausgetragene Differenzen sehr. Wenn wir einen Brückenbauwettbewerb veranstalten, wäre das genau das Richtige, die Wähler die unpopuläre Steuerreform vergessen zu lassen. Das will ich nicht gehört haben. Meine Herren, jeder von Ihnen wird seine Brücke bauen. Und die Eisenbahn wird die überqueren, die als erste fertig geworden ist. Dann mal rein, Jolly. Ich hoffe, das stählerne Ross weiß, wohin es uns bringt. Verehrte Herrschaften, darf ich Sie bekannt machen mit Mr. Aldente con Pomodoro, der hier ist, um den Bau der Stahlbrücke zu überwachen? Buongiorno, meine Damen und Herren. Ciao, Bambini. Lang lebe die moderne Technologie. Ja, danke, grazie. Oh, Entschuldigung, Boss. Diese Brücke wird nicht nur die beiden Ufer von Sequoia Bay verbinden. Sie wird auch ein Fanal der Zukunft sein. Als erste Stahlbrücke der Geschichte. Dankeschön, grazie. Es wird die schönste Brücke der Welt. Sie werden es erleben. Viva l'America! Sie soll von mir aus in Gottes Namen schön sein. Die Hauptsache ist doch wohl, sie wird überhaupt gebaut. Si, si, grazie, Senatore. Grazie, Sie werden es nicht bereuen, al dente Vertrauen geschenkt zu haben, Senatore. Senator? Aha, ja. Lucky Luke! Er ist der Mann, der die Bautrupps vor den feindlichen Attacken des Stammes der Steifnacken beschützen soll. Sequoia Bay liegt auf deren Gebiet. Oh, ja natürlich, der König der Pistoleros, nicht wahr? Sie werden uns die Rothäute vom Hals halten. Boom, bang! Ich hoffe sehr, dass es nicht erst zu Schießereien kommen wird. Bis dann, ja? Mr. Pomodoro, wie wär's mit einem Lächeln für die Kamera? Ach, sì, ich setze mich nur in Pose. Momento. Ja! Mr. Luke? Mhm. Nur unter uns Pfarrerstöchtern. Ich schlage vor, nur die Baustelle der Stahlbrücke zu schützen. Sollen sich die Indianer doch ruhig an der Holzbrücke austoben. Komisch, gestern Abend hat mir Senator Fogg genau das Gegenteil vorgeschlagen. Ach, und Ihre Antwort? Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe immer davon geträumt, eine Brücke in Amerika zu bauen. Was ist das für ein Geschnatter? Da, macht euch bequem, Mädels. Santa Madonna, der Himmel schickt uns 4 Engel. Oh, das ist nur Molly Fehltritt mit ihren Mädels. Oh, entzückend. Reizend. Hallo, mein Süßer. Senator Blauhardt hat uns angeheuert, um die Stimmung in der Truppe hochzuhalten. Na, wenn wir eure Unterstützung haben, was soll da noch schiefgehen? Viva l'America! Dass ich mich wie ein Schwein in der Schule fühle. Nein, wie ein Wurm im Apfel oder wie ein Fleischbällchen auf einem warmen Teller voller Spaghetti. Wie ein Bambini in einem Süßwarenladen. Oh. Und ich wie ein Cowboy, der 2 Tage und 3 Nächte nicht geschlafen hat. Dann wollen wir mal, Ladies. Es wird Zeit für die Probe. Etwas Besseres, una canzone, ein Liebeslied aus Napoli. Bella, bella, bellissima, amore della mia vita. Sollen wir dazu etwa tanzen? Das soll's, der Kundeskönig, Bubsi. Bella, bella, bellissima, amore della mia vita. Wenn man mal richtig entspannen will, geht nichts über eine Pferdehammerdratze, nicht wahr? Mr. Pomodoro? Hier bin ich. Lade das Material ab und dann ran an den Feind. Sie, Generale, wird gemacht. Oh, oh. Rocco, wie oft habe ich dir gepredigt? Verschone bitte George. Er findet das nämlich nicht komisch. Das ist Sally Bradford, die für unser leibliches Wohl sorgt. Also Lucky Luke, ich bin Rocco, Rocco the Kid. Sie müssen wissen, ich bin der Schnellste mit der Steinschleuder auf der Seite des Rio Pecos. Du hast den Mund an mich, aber jetzt hat mich der Rotzlöffel auch noch gebissen. Naja, manchmal geht das Temperament mit ihm durch.
Bella, bella, bellissima, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Snella, snella, avanti! C'è così, e cos'ha, mamma mia, pizzeria, po' la vita è bella. Oh, welch Glück mit Ihnen reisen zu dürfen. Oh, mein Herz, hören Sie, wie es klopft, parabinga, parabumba. Und das nur, weil Sie so dicht neben mir sitzen, entzückende Signorina. Hey, weiter, Jolly. Ich habe soeben erst gegrast. Das ist ungesund. Ja, außerdem ist das Wasser eiskalt. Wir müssen testen, ob die Wagen hier durchkommen. Oh, Signorina Molly, keine Spur von Molly. Leicht wie ein Schwan in der Uhr. Oh, Dufter, sie umweht wie eine sanft verwelkende Rose. So anmutig, oh, wie sie auf sie zutreffen, die Worte. Bella, bella, bellissima, amore della. Ob vielleicht jemand Ohrstöpsel dabei hat. Halt! Mit den schwer beladenen Wagen kommen wir hier nicht runter. Die können wir nicht halten. Es sei denn... Langsam, ihr Esel, mit Handbremse und Rücktritt! Ah, bist du noch zu retten, du dummer Junge, du! Bella, bella, bellissima, amore della vita mia, mi piace tanto la roba. Die nächste Wagenladung. Das war, glaube ich, soeben die Geburt einer neuen Freizeitaktivität, Cowboy. So, da wären wir. Sequoia Bay. Magnifico! Und wir kommen zuerst an. Und dieses Silenzio, die Natur hält den Atem an. Wer pfeift da? Waren Sie das, Mr. Luke? Kommen Sie mal her. So, die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit, Männer. Das habe ich aber schon sehr viel schneller gesehen, ihr faulen Säcke hier. Ja, das Dumme bei den Stahlträgern war, dass man sie hertransportieren musste, nicht wahr? Da hat's die Holzfäller besser. Das ist schnell eingeholt. Rubbel die Katz! Gebt euer Bestes, Männer. Wir sind nicht zum Rumsitzen hierher gekommen. Die Pläne scheinen soweit in Ordnung. Jetzt hör mal zu, du Bonsai-Züchtung. Die transkontinentale Eisenbahn wird über eine Holzbrücke fahren. Eine Holzbrücke, gebaut unter der Aufsicht von Barney Spittoon. Entschuldigen Sie, dass ich widerspreche. Es wird eine Stahlbrücke sein, gebaut von Aldente Pomodoro. Von wegen, eine Holzbrücke wird sein, Pinocchio. Scusa, eine Stahlbrücke, du Konstruktionsneandertaler. Holz. Eisen. Holz. Eisen. Holz. Eisen. Holz. Eisen. Holz. Eisen. Holz. 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 Hey, was gibt's da zu glotzen? Geht gefälligst wieder an die Arbeit! Magnifico, fast so schön wie in der Skala! Das ist unlauterer Wettbewerb, das wird der Spaghettifresser mir büßen! Und wir zwei beide gucken mal, ob die Steifnacken schon was ausbrüten. Ei! Wer war das? George, Essen ist fertig, die Männer können kommen! Handwerkszeug weglegen, Essenszeit! Rocco, komm du auch schon her, mein Liebling! Wenn das weiter so gut riecht und ich mir nichts einfallen lasse, werden meine Männer wohl bald zum Feind überlaufen. Mr. Pomodoro, die Männer sagen, dass sie zwar gerne eine Stahlbrücke bauen, aber sie haben keine Lust, in Stahlbaracken zu schlafen. Wieso nicht? Die Baracken sind bequem und sehr komfortabel. Und sie sind aus Stahl, aus dem Material der Zukunft. Die Männer meinen aber, dass sie sich wie Corned Beef in der Dose fühlen und dass es drinnen kälter als draußen wäre und dass es nachts beim Schnarchen oder anderen Geräuschen furchtbar dröhnt. Meine Baracken sollen laut sein und dröhnen. Das ist pure Erfindung und ich werde das auf der Stelle beweisen. Naja, vielleicht doch ein bisschen Piccolo, Piccolini. Dass trotz des Lärms noch kein Indianer aufgetaucht ist, ist schon merkwürdig. Bleichgesichter dürfen hier nicht bauen. Humorloser Igel hat gesprochen.
Warte, humorloser Igel, wir wollen dir bestimmt nichts Böses. Ehrenwort. Cowboy mit wilder Stirnlocke macht Witze. Feurige Rösser haben überall Böses gebracht. Sie machen Krach, stinken wie Pest und bringen Bleichgesichter viel zu nah zu auserwählten Manitus. Warte, bring mich zu deinem Häuptling. Alle außer mir sind nach Norden gezogen. Es sind also keine Indianer mehr hier? Nein, keiner mehr außer humorloser Igel. Der ist zu alt für eine beschwerliche Reise, deshalb musste er bleiben. Du weißt, was passieren wird, wenn die Bleichgesichter hier eine Brücke bauen, ja? Großer Geist wird großes Rumpelpumpel machen. Alle Bleichgesichter werden furchtbar erzittern. Jawohl, erzittern. Ja! Mamma mia! Wie konnten sie mir das bloß antun? Oh, diese Verräter! Wo sind denn alle hin? Verwünschter Barney hat ihren Lohn verzweifacht. So sind alle weg zu ihm hingegangen. Sogar Miss Molly, diese falsche Schlange, die Teufelin. Ich kann Ihnen kein Geld zahlen, das ich leider nicht habe. Ich muss aufgeben, verstehen Sie? Ach was, es gibt Wichtigeres als Geld. Sally, wenn du das Herz eines Mannes gewinnen möchtest, was würdest du ihm kochen? Oh, meinen Schmorbraten, Mr. Luke. Was sonst? Meinem Schmorbraten hat noch kein Mann widerstehen können. Essen fassen! Er hätte wenigstens die Socken rausnehmen sollen, bevor er den Schweinebraten im selben Zuber kocht. Es schmeckt tatsächlich so gut, wie es riecht, Sally. Ah, delizioso! Dumme Frage, Sally. Weißt du schon, was du für uns heute Abend kochst? Wildkaninchen in meiner berühmten Pfeffersoße. Jetzt ist Feierabend. Schluss mit lustig hier. El Hombre, der beste Auftragskiller im Wilden Westen. Sind Sie im Moment gerade frei? Sie, die Beweise reichten nicht für eine Verurteilung. Also, worum es geht, wäre Folgendes. Ich hätte vielleicht einen kleinen Job für Sie. Deshalb frage ich auch, ob Sie frei sind. Vor allem bin ich teuer, aber das wissen Sie ja. Aber claro. Also, dafür machen Sie Folgendes. Sie reiten sofort zur gegnerischen Baustelle und jagen den Männern dort so einen Schrecken ein, dass sie zu mir überlaufen. Und das hier wäre für die Beseitigung von Lucky Luke. Er ist vermutlich da. Okay, für Lucky Luke bin ich sehr frei. Diese Baustelle wird sofort geschlossen, aus Sicherheitsgründen. Sicherheitsgründe? Was meinen Sie damit? Hier ist alles viel zu gefährlich. Gefährlich? Also wirklich, nein, hier droht keine Gefahr. Doch, doch. Von mir. Männer, ihr wechselt die Fronten. Halt, das geht doch nicht, wenn ihr alle weglauft. Wie soll ich? Oh, Mama Mia. Ich weiß, du verabscheust es, wenn man Tiere isst. Aber sei doch mal ganz ehrlich, wenn du Gras frisst, schluckst du wahrscheinlich auch ein paar Käfer mit runter. Mir graust schon bei dem Gedanken. Ihr geht? Nein, pfui, ich bin strikter Vegetarier. Niederträchtiger Kakalunke, kein Wunder, dass sie meine Männer einschüchtern mit so einem Killer wie dem da. Ach, hör auf, italienischer Laberfritze. Die Männer, die sich entschieden haben, für mich zu arbeiten, tun das selbstverfreilich aus freien Stücken. Na was ist? Seid ihr freiwillig übergelaufen oder nicht? Oh ja, so viele freie Stücke gibt's ja gar nicht, die übergelaufen sind. Natürlich, das glaube ich. Und jetzt kehrt ihr aus völlig freien Stücken wieder schön zurück zur Stahlbrücke. Einverstanden? Es wurde auch langsam Zeit, Lucky Luke. Endlich stehen wir uns gegenüber, Angesicht zu Angesicht. Jetzt werden wir es erleben, ob du so viel schneller schießt wie dein eigener Schatten. Ja, yep, so heißt es. Schneller wie dein Schatten schon möglich. Aber so schnell wie El Hombre, das glaube ich nicht. Caramba! Aber du hast keine Kugel mehr im Revolver, Luke. Du siehst ganz schön alt aus, mein Freund. Man sagt auch, dass ich schneller als mein Schatten nachladen kann. Tja, Leute, damit wäre die Gefahr wohl gebannt. Für die Heimkehrer gibt es Wildenten-Ragout. Das ist mir eine Lehre. Du bist auch nur ein Großmaul wie all die anderen. Bordello! Egal ist! Das sieht verdammt nach mir
Maus. Noch keine Brücke bauen, wo es da und wackelt. Das scheint von dort drüben zu kommen. Was glotzt ihr so? Ist Ballspiel auch schon verboten? Schlafen unter freiem Himmel. Ein albernes Volk. Dafür wirst du mir büßen für diese Demütigung, Luke. Komm, Rocco, Schätzchen, ab ins Bett. Auch Helden müssen ab und zu schlafen, mein Junge. Das kommt davon, wenn man sich mit dem besten Steinschleuderer anlegt. Mir reicht's, ich bin die ewige Knallerei leid. Ich wandere nach Kanada aus. Nein, noch weiter weg, nach Europa. Die werden staunen, was in mir steckt und wie Pippi das macht. Ich dachte, damit wäre Schluss. Oh, meine Brücke, meine schöne Holzbrücke. Meine Brücke, hat gehalten. Mamma mia, Pizzeria, la vita e bella. Langsam wird's ungemütlich. Ich muss unbedingt mit humorlosem Igel reden und rauskriegen, was er mit dem großen Geist gemeint hat. Wir Steifnacken wissen, wenn Erde grummelt, ist großer Geist böse. Für euch ist das ein Erdbeben der Stärke 6 auf der nach oben offenen Richterskala. Meistens gefolgt von einem noch stärkeren Nachbeben. Sequoia Bear liegt auf einer aktiven Erdfalte. Oder wie wir sagen, der Pickel auf dem Hintern des großen Geistes bewegt sich. Ich kenne jemanden, dem das überhaupt nicht gefallen wird, Jolly. Das ist eine Tragödie, una Katastrophe, Männer. Warum trifft das ausgerechnet mich? Er weint schon wieder. Unser armer Bambino. Es muss Sabotage sein. Sie haben die Stahlträger erhitzt und die handgemachte Linguine verbogen. Ich habe kein Material mehr. Ich kann die Brücke nicht zu Ende bauen. Das ist ohnehin. Sieh einer an. Dann wären die Bauarbeiten ja wohl beendet. Das verdanke ich Ihnen, Diabolus Pitun. Das verdanke ich Ihnen, Miserabile. Du kannst mir gar nichts beweisen. Ich behaupte, es war die Sonne. Die knallt hier gnadenlos vom Himmel, Kleiner. Ich würde gern noch mit dir plaudern, aber da hinten wartet meine Brücke. Ich stelle jeden ein, der arbeitswillig ist. Das mit den Damen überlege ich mir noch. Die wirken vielleicht doch eher störend. Und der Lohn wird auch beschnitten, okay? Hey, du da, Kurzer! Mit ein bisschen Glück wirst du das bestimmt wieder ausbügeln oder einschmelzen. Hören Sie, da ist etwas, was Sie unbedingt wissen das sollten. Das lasse ich mir von dem nicht bieten. Ich werde dem hinterhältigen Zwein sagen, dass er das nicht mit mir machen kann. Und zwar auf der Stelle! Ja. Spitun, Sie Schwein! Sie stinkt, ihr Widerwärtiges! Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass es in Squirebein nur Platz für eine Brücke gibt. So ist das, Pizzenfritze, da bin ich voll deiner Meinung. Und zwar für eine Stahlbrücke! Eine Holzbrücke! Stahl! Holz! Stahl! Holz! Stahl! Holz! Erkennung! Keine von beiden. Das Gebiet ist vulkanisch und hier verläuft quer eine aktive Erdfalte. Es wäre heller Wahnsinn, hier überhaupt eine Brücke zu bauen. Aktive Erdfalte? Was bedeutet das? Dass es hier immer wieder Erdbeben geben wird. Na wenn schon, wir werden doch nicht auf den Bau einer Brücke verzichten, nur weil sie hin und wieder ein bisschen wackelt. Davon abgesehen, wenn eine Brücke zusammenfällt, baut man sie eben wieder auf. Das ist belebend fürs Geschäft. Ich muss auf jeden Fall die Behörden informieren. Ich reite sofort los. Korrektur, Cowboy. Wir reiten sofort los. Oder meintest du, dass du zu Fuß gehen möchtest, hm? Gentlemen, die transkontinentale Eisenbahnlinie ist nur noch ein paar Dutzend Meilen von Sequoia Bay entfernt. Die Umleitung der Strecke steht nicht zur Debatte. Die Kosten fangen ohnehin schon an, uns davon zu laufen. Wie sieht's mit den Arbeiten aus? Die Holzbrücke wurde bei einem leichten Beben völlig zerstört. Ein winzig kleines Beben. Immerhin eins der Stärke 6 auf der Richterskala. Was bedeutet das schon? Harmlose Vibrationen. In Bella Italia kennen wir uns aus mit solchen Beben, Bambini. Da haben wir den Vesuv, den Ätna und den Stromboli. Da vergeht doch kaum ein Tag, wo es nicht ein wenig wackelt. Was ist mit der Stahlbrücke? Sie hat es gut überstanden, Mr. Präsident. Und sie ist fast fertig.
Leider habe ich kein Material mehr und Nachschub anzuschaffen würde Monate dauern. Leider muss sie auf den Tag genau fertig werden. Zufälligerweise ist das nämlich auch der Tag, an dem meine neueste Steuererhöhung verkündet wird. Es gibt im Grunde nur eine Lösung. Die Stahlbrücke muss mit dem Holz der kaputten Holzbrücke fertiggestellt werden. Was? Was? Es wird sozusagen ein Brückenmix, ein Symbol für die Verbindung modernster Technologie mit traditioneller Bauweise. Eine zukunftsweisende Idee, Mr. President. Es ist ein Wunder, dass wir nicht schon früher drauf gekommen sind. Nur ein Mensch Ihres Weitblicks kann eine solche Entscheidung fällen, Sir. Sie ist von historischer Tragweite. Aber was ist, wenn ein zweites, sehr viel stärkeres Erdbeben... Mr. Luke, Sie erwarten hoffentlich nicht, dass Mr. President seine Entscheidung zurücknimmt, nur weil ein alter Indianer wirres Zeug daher plappert. Da wir schon bei den Indianern sind, haben Sie uns nicht gesagt, dass der Stamm der Steifnacken-Sequoia B verlassen. Ja, aber... Wenn das so ist, ist Ihre Mission hier offensichtlich beendet. Wir sagen Ihnen Dank. Irgendwann wird Ihnen dafür ein Orden überreicht werden. Ganz recht, Senator Fogg. Er bekommt vielleicht sogar zwei. Nein, besser nur einen. Es geht ja auch nur um eine Brücke. Mr. Luke? Die schicken uns nach Hause, Jolly. Wenn Sie wüssten, was Sie mir damit für einen Gefallen tun. Bis zum Orden würde noch viel Wasser unter der Brücke durchfließen, wenn da welches wäre. Und so kam es zum großen Tag. Die Brücke war fertig und alle jubelten Präsident Grant zu, der das Band durchschneiden sollte. Keiner ahnte, dass über diese Brücke nie ein Zug fahren würde. Du kannst wieder ruhig schlafen, humorloser Igel. Kein feuriges Ross wird deinen Schlummer stören. Sie haben die Strecke nämlich doch noch umgeleitet. Sehr gut. Nimm's nicht persönlich. Wenn's um Bleichgesichter geht, ist weniger immer mehr.